Sorry, ich habe gerade meiner eigenen Stimme zugehört. Hey, herzlich willkommen heute Abend wieder Among Us oder was? Leute, wir spielen heute richtig eine neue Mod. Wenn's klappt, dann gibt es diese Klassen. Hier ist meine Erklärung. Medic, Officer, Engineer, Joker. Mit dabei sind natürlich Mäntel und die Bonja-Freundschaften, dann Jan Gustafsson, Flo Varion und so weiter. Es wird eine ganz, ganz tolle Runde, also bleibt dran. Die Bonjour-Freundschaftsrunde. Das ist jetzt die Bezeichnung für das. Bin ich denn schon da im Discord mit den ganzen anderen Verrückten? Okay. Ja, Leute, dann erkläre ich euch jetzt erstmal, was heute passiert. Wir zocken schön 2 Stunden Among Us jetzt hier. Und die haben sich mal wieder eine neue Mod überlegt, die sich da nennt. Ist es Reactor? Roll, also Extra Rolls, ne? Ja. ExtraRolls.net. Könnt ihr euch runterladen, selber mal ausprobieren. Und das, da gibt es eben verschiedene Klassen. Ich denke, wir werden das gleich auch noch mal in der Lobby erklären. Oder auch nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Medic, der anderen Spielern ein Schild geben kann. Und die sind dann unsterblich. Aber dann für die restliche Zeit, für die gesamte Zeit? Bis der Medic stirbt. Aber so lange sind die aber, okay, kann jede Runde einem anderen das da geben? Das wissen wir nicht, okay. Es gibt noch viel herauszufinden, Leute. Aber auf jeden Fall eine mächtige Klasse, jemanden unsterblich machen, bis man selber stirbt. Allerdings gibt es einen Officer, das ist im Prinzip der Sheriff. Ihr erinnert euch, wir haben ja die letzten Male auch die Sheriff-Mod gespielt. Der Officer ist im Prinzip das Gleiche, der kann der muss den Imposter killen, aber wenn er einen Crewmate killt, ist er selber tot. Und der kann auch den Verzauberten vom Medic, Immortal gezauberten Typen killen. Dann gibt es noch den Engineer und der kann ein Emergency reparieren von irgendwo auf der Map, muss also nicht dahin laufen, was schon mal sehr praktisch ist. Aber, und das weiß ich noch nicht genau. Ah, nee, das ist, warte mal, welcher ist das, der noch hier? Also, wir sind schon jetzt im Channel. Schweine! Hallo! 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 Hallo, Matteo! Hallo! Hallo! Hey, wie hört ihr mich schon? Ich höre euch. Oh, seid ihr laut, ey. Warte mal, ich muss mal hier gerade ein bisschen leiser machen. So. Sag mal, wisst ihr schon alles über die Klassen und so? Habt ihr euch schon ausgetauscht? Noch gar nicht. In- und auswendig. Ja, ja, wir sind Pros. Okay, soll ich das? Hast du das Tutorial nicht geguckt? Irgendwie niemand nicht. Ich habe hier eine Erklärung. Hallo. Ich habe hier eine Erklärung, die könnt ihr euch vorlesen oder vortragen. Also ich hab ein Online-Tutorial gemacht. Das könnt ihr euch alle ansehen. Das ist in das dem. Ist aber nur für mich. Das habe ich nur für Lara gemacht, aber ihr dürft es benutzen. Ich habe es auch schon fertig gemacht. Genau. Kann man gar nicht entpacken, weil ich so ein Programm nicht habe. Aber das ist doch nur, wie man es installiert, nicht wie die Klassen und so sich verhalten, oder? Das erkläre ich dann noch. Also das geht jetzt erstmal nur darum, dass jeder die Mod installiert hat. Sabine, ich gehe davon aus, dass du den Platz von Simon einnimmst. Ja, aber nur bis er fertig ist mit seinem Pokémon-Zeug da. Okay, alles klar. Also erstmal vielen Dank, dass du für ihn einspringst. Ja. Und genau, also erstmal die erste Frage, die ich an euch alle habe. Geht's euch gut? Oh, war gelogen? Jetzt ja. Sehr gut. Sehr. Vielen Dank. Ja? Mann, schön. Ja. Ganzes Leben noch nie besser gegangen. Ganz, so, ganz fantastisch. Haben wir das abgearbeitet. So, dann die zweite Frage, die besonders wichtig ist. Hat jeder die Mod installiert mit den ganzen neuen Rollen? Gerade dabei. Ja. Ja. Ich bin drinne! Hihi. Nein, jawohl. Das ist so geil. Der Käsemann. Lara fehlt nur, jetzt fehlt keiner mehr. Nice. Jetzt sind alle okay, Daumen sind gedrückt, 10 das von 10. Also jetzt wirklich Daumen drücken, ja. Ja, ja. Ich starte jetzt einfach auch. Okay, ja. let's go. Viel Spaß. Ich bin unschuldig. Ich hoffe, es hält. Oh, ich war gemutet. Ich war es nicht. So, hoffentlich stürzt es nicht wieder ab. Ich habe das Gefühl, die Among Us-Server sind ein bisschen wackelig. Ah, ne, da oben.
wie lange das dauert. Das Licht ist aus. Irgendein mieses Schwein wird versuchen, mich zu töten. Okay, das alles sehr aufregend, aber es funktioniert schon. Hey, willkommen okay, zurück, Linda. Okay. Wer seid ihr alle eigentlich? Oh no. Jan. Ja, lang durchgehalten. Dann erzähl ich mal. Ich habe eine Leiche gefunden. Ich renne von Labs runter zu Lights fixen, renne im Dunkeln bei den Steinen rum. Da liegt die Leiche so auf Höhe von Storage. Warte mal. Vless, du warst doch mit Barso unterwegs, oder? Also ich habe euch gesehen in Office. Seid ihr danach auch noch umhergelaufen? Nee. Siehst du Lifeline, ich bin zum Admin-Table. Und dann bin ich in Security Cam. Barso war mit Tinker unterwegs. Warum stöhnst du denn so beim Reden? Security Cam. Das würde mich auch interessieren, Vless. Bist du auch Excuse me? Jetzt will ich nicht mehr. Mit voller Luft. Ah oh, ja, komm mal. Ja, Tinker und Barso sind zusammen Eddie, rumgelaufen. Ich glaube, Barso. Aber ich bin schon wieder links gelaufen, zurück. Da waren Eddie, Barso und irgendjemand Drittes noch im Lab. Mental war noch im Lab. Du warst es. Ich weiß es nicht. Also ich bin mir sicher, dass ich den Käse gesehen habe. Der Käse also, hat sich scannen Eddie, lassen Eddie und er ist ein Käse. Eddie also, war beim Scannen. Ich habe gewartet auf Eddie, aber dann ging das Licht aus, bin ich rübergelaufen, habe ich die Leiche gesehen unterwegs. Gnu, wo bist du gerade? Ich war's. Okay. Sie ist Joker. Okay, ich vote. Sie wird ausgevotet werden. Alles ja, klar. Schafft sie auch, ich vote sie gleich. Nee. Also, ganz kurz. Ich will nicht. Vlesk, du sagst, du warst in den Camps, das stimmt halt nicht, weil ich war in den Camps. Ich war in den Camps, ich habe... Nee. Gnu ist vorgelaufen, Tinker und Bas sind zusammen aus Lab raus. Also du warst... Und ich habe Sabine gerade... Sabine ist gerade links aus Office raus, kurz zu Wasserrädern runtergelaufen und dann wieder hoch. Wie hätte ich das wissen sollen, wenn ich nicht in Camps war? Ich wollte gucken, ob Mäntel da rauskommt. Mäntel ist gewendet die ganze Zeit. Also ich habe ihn erst gesehen, raus, dann wieder rein. Das kann nicht sein. Was ist der, dieser Das ist aber eine interessante Info, die sehr spät kommt, dass Mäntel gewendet ist. Ich bin komplett rot geworden, Gnu. Danke. Also ich habe Gnu gewählt. Oh no. Warum also Tinker war mit... Das ist mir doch unangenehm. Tinker war mit Basel unterwegs. Master Swiper. Ah, Tinker, geh weg. Hä, das kenne ich ja gar nicht. Ernsthaft? Oh mein Gott. Okay, zum Rad. Da unten hin, okay. Die Tess kenne ich gar nicht. Nein! Ey, so hört sich das an, wenn ich morgens aufstehe. Mich einmal so strecke. Oh, nicht noch eins. Kann man wirklich immer nur so ein Viertel drehen, das Rad? Wir kommen überhaupt nicht voran mit den Tasks. Oben links ist der Task-Balken. Keiner macht hier seine Tasks.
So, Download. Wieso haben wir erst so wenig Tasks, obwohl keiner jemanden umbringt? Das gibt's doch gar nicht. Jan? Du würdest mich doch nicht einfach umbringen, oder? Ich gehe zu einer Kamera. Hier ist eine Kamera. Ich geh mal runter, mach Labs. Nee, da muss ich hier lang. Ich habe nur noch 3 Tests. Guck mal, der Balken füllt sich ja überhaupt nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht normal, Leute. Wo liegt das denn? Was machen die denn alle? Oder ist das irgendwie... Lara. Lara ist verdächtig. Ich weiß nicht warum, aber ich hab sie auf dem Zettel. Haben wir überhaupt Imposter? Ja, doch, einer ist ja schon tot. Achso, Weapons ist. Alter, Mäntel. Was passiert hier? Mäntel. Gerade jemand gestorben. Okay. Endlich. Matteo, du bist mute, glaube ich. Jan ist gestorben. Gerade eben war noch niemand tot, aber ich habe gedrückt, weil, Achtung, ich erkläre es jetzt kurz, ich hatte ein Schild vom Medic. Also ich war untötbar. Und es ist die ganze Zeit niemand gestorben. Und dann habe ich mein Schild verloren. Verliert man das Schild? Wenn der Medic stirbt. Wenn der Medic stirbt. Das heißt, Jan war Medic. Das heißt, Jan war Medic und ich habe das Schild verloren, als ich gerade an Lifeline stand. Und ich dachte, ich hätte das Schild verloren, weil jemand versucht hat, mich zu töten, aber das stimmt nicht. Das bedeutet. Ah, okay, deswegen hast du Report. Aber dann wissen wir jetzt trotzdem nichts. Ja, doch, hat jemand Jan vielleicht gesehen? Ich war's. Ich will. Oh Mann, Gnu, ich will Gnu. Also, Gnu. Nein, nein. Was denn? Also, wir müssen aufpassen. Also, wir haben ja einen Joker noch drin, ne? Ja, das darf man echt nicht vergessen. Also wenn wir den Joker jetzt rauswählen, haben wir alle verloren, nur der Joker hat gewonnen. Und ich glaube, ja. Gnu, also macht es schon sehr offensichtlich, aber es könnte sein, oder ist Gnu vielleicht Imposter? Ja, aber ich das Ding ist, Gnu macht sie auch sass, wenn es keinen Joker gibt. Aber ich glaube, Gnu kann den Kill gerade nicht gemacht haben, weil die habe ich gerade noch in der Camps gesehen. Aber sie sagt zumindest, dass sie es war. Das ist ja schon mal mehr Hinweis als alles andere. Matteo, ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn du denkst, jemand ist Imposter und tut so, als ob er Jester ist, und du kickst ihn, ist er immer Jester. Okay, das heißt, wir kicken Gnu nicht, dann ist sie Imposter. Was? Ich war. Was? Aber dann müssen wir sie. Exakt. Aber wenn wir sie kicken, dann ist sie Joker. Wo warst du denn zuletzt? Ich? Ja. Ich hab die. Was hab ich denn gemacht als letztes? Klingt voll ertappt. Kann sein, dass du noch. Warte mal, lass mich. Ja, ich weiß, wo Eddie ist. Ich habe Eddie ein paar Mal getroffen. Der war, müsste jetzt in Specimen sein. Nee, komm, ich war in Communications? Nee, Specimen war schon länger, da waren wir schon längst. Aber da hast du da keine Tasks? Ich habe noch eine ganz gezielte Frage an Varion. Und zwar, Varion, du bist einmal ins Labor reingegangen, hast die Tür aufgemacht zu der Rakete, aber du hast die Tasks nicht gemacht. Ja, ich habe mich verguckt. Aber Flo ist an mir vorbeigelaufen, hätte mich easy killen können. Ich glaube nicht, dass das ist. Ja gut, das ist kein Beweis, jeder, aber... Ja, okay, dann ist es Flo. Also dann. Mich wundert, dass einfach keiner stirbt. Also es war jetzt eine halbe Stunde lang, ist keiner gestorben. Es muss ein sehr schlechter Imposter sein. So viel können wir ja schon mal sagen. Bin ich das oder was? Bin ich Imposter? Merkst du nicht? Richtig schlechter Imposter. Einfach. Wir suchen es jetzt mal auf diese Art und Weise. Ja, Flo? Wo ist denn hier die Task?
Ach, die ist in dem Raum am Computer. Das wollte ich doch eben schon machen. Siehst du, dann wurde nämlich reported. Was? Das gibt's doch nicht. Schon wieder? Hä? Hä? Ja, was ist hier los? Ich habe in der ersten Runde Mental Wenden gesehen und ich will jetzt mal wissen, was der für eine Rolle spielt. Sabine, ich muss mich jetzt natürlich outen. Also ich bin natürlich da gewendet, um dir zu zeigen, dass ich unschuldig bin. Ich bin der Engineer. Mhm. Aber warte mal, kann man denn dem Engineer ein Schild geben? Kann man denn einem Imposter ein Schild geben? Ja, ne? Kein Schild geben. Imposter nicht. Imposter können kein Schild geben. Oh ja, doch, doch. Doch, du kannst, doch, du kannst ihm ein Schild geben, aber es funktioniert beim Imposter nicht. Das heißt aber, der Imposter merkt, wenn er ein Schild kriegt und es nicht funktioniert. Ist das richtig? Er hat ein Schild, aber es funktioniert, glaube ich, nicht. Der hat dann diesen, also ich hatte so eine blaue Umrandung um meinen. Das sind die anderen Charakter Leute aber nicht. Aber Moment mal, müssen wir nicht, wenn jemand Emergency macht, jemand rauswählen? Nee, die Regel haben wir nicht. Aber eine Frage, es kann nur der Imposter und der Engineer wenden. Wenn wir jetzt Mendel einfach rauswählen, wäre das so schlimm? Nein. Ihr könnt mich rauswählen. Ja, wenn er wirklich Engineer ist, dann haben wir halt einen Crewmate auch verloren. Also schaut mal, alleine, dass sich kein anderer zum Engineer bekennt, müsst ihr euch eigentlich sagen, dass ich nicht lüge. Das würde ich ja auch machen, als Imposter vor jemanden wenden und sagen, ich bin der Engineer. Also das ist ja nun wirklich gar kein Beweis. Für mich steht, jemand, der wendet, ist zu 50% Imposter oder zu 50% Engineer. Noch können wir auf jemanden verzichten, also lasst uns Mantel rauswählen. Nein, wählt nicht raus! Tut es doch einfach! Um genau zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Imposter bin, höher, weil es können zwei Leute wenden, die Imposter sind und nur eine Person, die Engineer ist. Nee, also 50-50. Entweder kannst du wenden oder kannst du nicht wenden. So sieht's aus. Flask, dankeschön. Stimmt. Bitte. So habe ich früher in der Schule auch eine andere Rolle, um ihn rausfliegen muss, außer Joker? Also ich bin's nicht. Wenn ihr mich votet, ist es ein Fehler, weil niemand anderes Engineer ist außer mir. Ja, aber warte mal ganz kurz. Wir haben noch, also es geht in dem Spiel, das vergisst man oft, um die Task. Also ich habe eine Task nur noch. Ich auch. Ich auch. Theoretisch könnten wir doch auch versuchen, jetzt die Task fertig machen. Ja, lass uns einfach gewinnen, ja, so sieht's aus. Das ist eine sehr gute Überzeugung. Wir sind noch 8 Leute. Es gibt keinen Grund, Leute zu kicken. Wir machen die Task und wir haben gewonnen. Okay. Aber ich vote trotzdem Tinker. 2 Votes auf mich und 2 auf Gnu. Warum Tinker? Weil sie Base umgebracht hat und das finde ich nicht in Ordnung. In der Phase, wo du angeblich in den Camps warst und dich keiner gesehen hat. Ja. So, ich versuche jetzt zum dritten Mal meine Task zu machen. Und Mantel wird mich jetzt töten, oder? Ich habe nur noch eine Task, weil ich nämlich super. Jetzt ist der Balken auch plötzlich voll. Das war ein Bug oder so, ne? Ausgerechnet die. Nein, was? Oh, ups. Oh. Okay, wo wurde gefunden? Ich war. Flask, der eben noch kluge Sachen gesagt hat, jetzt ist er tot. Ja, ich bin gerade reingekommen. Ja, ganz kurz. Ich war in den Camps und habe Vlesk gesehen, dann bin ich kurz raus und dann ist halt Vlesk neben mir umgefallen und Gnu ist halt hochgelaufen und Sabine stand daneben. Ja, ich war. Das Ding ist, der Joker kann ja nicht töten. Kann der Joker nein. töten? Der kann nicht töten. Aber der Joker, aber wenn der Imposter so tut, als ob er der Joker ist, wird natürlich niemand den Imposter wählen. Also deshalb sollten wir Gnu wählen. Mich, ja, wählt mich. Yes, na, das ist die Flucht nach vorne. Doch, ich wähl auf jeden Fall Gnu. Also, so. Sabine, du bist sicher, dass es Gnu war, oder was? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Es war schon, sehr bräunlich, muss ich sagen. Wählt mich. Wie viel Prozent? Oh, Mann. Wie viel Prozent? Wenn wir jetzt einen Fehler machen, dann ist es vorbei. Da haben wir alle verloren. Das wisst ihr, ja? Ab 20. Aber der Joker würde doch niemals einfach sagen, wähl mich. So, das ist doch viel zu spät. Doch, Gnu schon. Ja, Gnu spielt so. Sie weiß genau, wie sie uns verarscht. Ich weiß genau. Ich wähl sie nicht. Ich wähl sie. Ich wähl sie. Scheiße. Nein, das war ein Fehler. Wenn Gnu jetzt gewonnen hat, deswegen. Nee, ich bin mir echt sicher, dass ich sie gesehen habe. Okay. Ich war Crewmate! Was? Oh. Wieso machst du denn sowas nicht als Crewmate? Das macht ja gar keinen Sinn. Oh, da oben. War sie jetzt ein Crewmate? Wissen wir das, was sie war?
Auch schon wieder, ey. Was ist denn da los? Hey. So wenn confused. Gnu am Ende die Wahrheit gesagt hat, dann kann es nur Mäntel sein. Wieso? Nein. Der Mäntel ist gewendet. Soll ich euch etwas sagen? Wisst ihr, warum gerade eben direkt das Licht anging, obwohl niemand am Lichtschalter gewesen sein kann, direkt nach dem Spawn? Weil ich das gefixt habe. Jo, ich wollte euch... Doch. Ich habe euch damit bewiesen, dass ich Engineer bin. Aber es war Biene meint, dass sie hundertprozentig wenden sehen, oder nicht? Ja, weil ich wenden kann als Engineer. Ja, aber ich glaube halt, dass Gnu der Engineer war. Wenn sie wirklich die Wahrheit gesagt hat mit Kuwait, dann... Nee. Also, aber warum sollte sie denn die ganze Zeit... Sie kann nicht der Engineer gewesen sein. Gemacht. Sie hat so, jetzt mal ganz... Okay, ganz kurz einmal zuhören, damit ihr es... Danach möchte ich drehen. Der Engineer kann nicht tot sein, weil gerade eben das Licht gefixt wurde am Anfang der Runde, ohne dass jemand da sein kann. Das heißt, damit wurde bewiesen, der Engineer lebt noch. Und das bedeutet, ich bin der Engineer. Na, diese Schlussfolgerung teile ich nicht. Das ist eigentlich Vlesk gestorben. Hat ihr gerade ihre Leiche verschwinden lassen? Letzte Runde. Es wurde gerade das Licht gefixt, wurde als die Runde losging? Swabine, du hast doch gesagt, du hast gesehen, wie er gekillt wurde. Vlesk. Ich? Ach so, ja, tu. Ja, natürlich. Okay. Aber ganz kurz. Ganz kurz, wurde gerade das Licht gefixt? Kann das jemand beweisen? Hat das jemand mitbekommen? Das könnte schon sein. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Hä? Ihr seht doch, ob das Licht an oder aus ist. War es gerade an? Ja, es war gerade was an und dann ist es ausgegangen. Nein, Licht ist ja auch relativ, Mäntel. Also. Nee, aber Vlesk hat doch gesagt, dass Tinker Baso getötet hat und Vlesk ist jetzt tot. Was ist denn, wenn Tinker der Imposter ist und wir sie rausvoten, dann haben wir doch gewonnen, oder? Ich glaube, Varian hat recht. Ja, ich habe Tinker ehrlich gesagt auch auf dem Zettel, schon von Anfang an. Also ich erinnere mich dran, dass Vlesk das halt, Vlesk hat sie sass gemacht. Genau. Und er ist jetzt tot. Für mich war Vlesk richtig, halt sass. Richtig. Und die Leiche von Vlesk lag neben Swabine. Den Kill hat Gnu gemacht, Tinker. Ja, okay, aber... Also wir wählen jetzt Tinker. Let's go. Ich bin voll bei Varian dabei. Wir lösen das Problem jetzt. Komm, let's go. So, und wir haben gewonnen, weil Varian den Fall gelöst hat. Gnu, Initiative warum ergriffen, lässt du mich so ultra im Stich? Fall gelöst. Easy. Nein. Was war los, Gnu? Varian, genau so. Super, sehr gut. Jawohl, Varian. Ehre. Das war auch sehr auffällig einfach von Tinker. Aber was ich alles tun musste, um euch zu beweisen, dass ich Ingenieur bin und trotzdem glaubt's keine Sau. Naja, ich habe in der ersten Runde Baso getötet. Dann habe ich gedacht, in der zweiten Runde tötet Gnu jemanden und war immer in der Nähe von jemandem für ein Alibi. Nee, aber Gnu hat niemanden getötet. Ich wollte vor Lara Ingenieur sein und ich wollte als Joker agieren. Ja, aber den Bluff haben wir ja gecallt. Also, ich muss sagen, also ja blau haben. Ich wäre bei Gnu, wäre ich immer auf Skip gegangen, weil ich. Drei Fragezeichen rum. Ich dachte bis zum Ende, dass Gnu wirklich Joker ist. Wer war denn Joker? Nee. Relogen, glaube ich. Sie wollte ihren Imposter beschützen. Ja. Mann, Gnu, das war gar mein Mieter. Was? Swabine war Joker? Ja. Fuck. Ich würde auf unauffällig machen, aber was soll ich tun? Dann hättest du perfekt sagen können, dass du es warst. Dann hätte ich gesagt, du warst. Oh nein! Oh, ist Swabine. Was denn? Ja, die Farbe. Kriegst du denn Orange wieder? Nein, Orange! Also, es ist... wir könnten... hier wird vorgeschlagen, dass wir die Joker-Chance auf 50% setzen, damit wir nicht immer wissen, ob der Joker dabei ist oder nicht. Ah, das ist natürlich auch geil. Weil dann ist es noch krasser, weil dann... Dann ist es noch mal verwirrender. Ja, dann ist glaube ich, noch mal geiler. Das ist alles irgendwie... Ja, Matteo, dein Wunsch mal fehlt. Wo ist es? Danke. Geil, Mann. Danke dir. Oh. War aber nicht meine Idee. Hat er in einem Chat geschrieben? Ist ja egal. Verkauf dir, weil es deiner ist. Ja, dann mach ich immer so. Ich starte mal. Okay. Ja, starte mal. Ey, es ist voll krass. Es ist sehr wild. Es ist sehr komplett wild. Neues Game. Ich raff das gar ist halt mit den Rollen so, du kannst halt dann dauernd vorgeben, einfach jemand zu sein. So, das ist so das. Okay, viel Spaß. Leute, ich bin der Joker. Ich bin der Joker. Das wird super. Ich muss mich einfach nur verdächtig verhalten. Dann jeglicher dann allen Leuten widersprechen, aber schlecht widersprechen. Und ich darf nicht sterben, weil Jan will mich töten. Komm, da kommt einer. Als Mäntel?
das Licht an. Ich habe Angst, ich habe Angst. Sabine. Okay, Nein. Input. Ja, das war da, wo das Teleskop ist, in den Raum davor links. Ja. Da lag Lara. War da noch jemand mit dir, Gnu? Nee, ich habe davor jetzt gerade das Benzin eingefüllt, bin dann in die Richtung gedüst und kann mich nicht erinnern, war das mal überlegen, ist da irgendwann lang gedüst? Weil es könnte natürlich, weil ich bin ein Specimen und mir kam Tinker entgegen. Es könnte natürlich sein, dass es ein Ventkill war, aber nur für Sabine war die ganze Zeit mit mir unterwegs. Okay. Ich habe Simon Says gemacht, da ist dass sie, gemacht. Sie wahrscheinlich das raus und du kamst mir entgegen, aber ich bin zu groß. Ach, Sabine ging raus, okay. Und Jan musst du sagen. Jan ist raus. Ja, ich bin disconnected, keine Ahnung warum. Shit. Okay, scheiße. Ich habe gerade das Licht wieder angemacht und da waren Matteo und Jan auch. Richtig. Das ist korrekt. Richtig. Hallo, ich war auch da. Ja. So. Genau, Bless war dann auch da. Also ja, ich war am Pylon, bin links nach Autour und bin hochgelaufen. Ich bin gerade noch beim Licht getroffen. Okay. Ich und Matteo. Okay, ich habe eine Frage an Gnu. Warum hast du weiter im Labor Task gemacht, obwohl das Licht aus war? Also warum bist du nicht rausgelaufen? Weil ich erstmal mich über den Kadaver gestellt habe, um abzuchecken, ob irgendjemand vorbeiläuft, weil es ja dunkel war, gar nicht so. Dann ist das Licht angegangen, dann habe ich sie reported. Matteo, was hast du im Office gemacht? Im Office? Ich glaube, gar nichts. Ich bin nicht gewendet. Ich habe, glaube ich, einfach nur Tasks gemacht. Dann bin ich rausgelaufen, stand mit Eddie vor der Kamera bei Office. Und dann ging das Licht aus. Und dann bin ich noch ein bisschen rumgetänzelt. Und dann bin ich straight zum Licht gelaufen. Das war meine Mission. Okay. Ja, ich überlege. Schwierig. So. Ich will Jan. Ich bin ins Office-Gebäude reingelaufen, du kannst natürlich einfach rüberwinden. So. Ich bin disconnected, ich war wie immer Crew. Ihr könnt aber Gnu ist dann wahrscheinlich eher das Pferd. Ich sitze hier in der Lobby. Ja, also ich hätte... Also ich hätte wenden können, dann wäre ich aber nicht so schnell beim Licht gewesen, weil ich hätte reinwenden müssen, Kill, rauswenden und dann wieder den ganzen Weg. Ja, aber wie bist denn du gelaufen, ist meine Frage. Licht ging aus, wie gesagt, dann habe ich versucht, Eddie zu suchen, dann bin ich an Lifeline ganz kurz dran und dann bin ich zum Licht losgelaufen. Ich bin unschuldig. Das glaube ich bei Eddie meistens nicht. Na, traut er sich hier rein? Da hat er mich voll genatzt. Da hat er mich reingelegt, das Schwein! Ich muss mich super merkwürdig verhalten. Leute, nur damit ihr es wisst, wenn wieder ein Call kommt und die Diskussionen kommen, ich sag extra nichts. Ich will, dass die Leute irgendwann einer sagt, der Eddie ist aber so still. Sonst redet der so viel. Was ja auch stimmt. Das heißt, man muss sich ja nicht nur im Spiel komisch verhalten, sondern auch am Diskussionstisch. Das ist schon wieder Swabine. Das ist schon sehr auffällig, was die da macht. Ich halte mich am liebsten hier bei der Kamera auf. Jetzt tue ich so, als ob ich die Task mache, ende aber. Ich habe Varion gefunden im Office, in dem Raum, wo die Lifeline ist. Mhm. Das ist richtig. Uns kam entgegen... Gnu. Ja. Schon wieder? Ja. Also Gnu, wo kamst du denn her? Ich wollte eigentlich meine Gasflashline machen, habe aber dann gesehen, dass Tinker so krass an der Wand dran klebt, dass ich nicht wusste, ob sie mich atmen hören will oder was du da getan hast. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann panisch weggerannt. Bei den Gasflaschen standest du wie so ein Psychopath an der Wand. Als hättest du mich ausspionieren wollen. Da bin ich weggedüst, hab Bars gesehen. Ich hab dich da nicht gesehen. Das war auf jeden Fall gruselig. Ich habe dich aber gesehen. Dann bin ich zu Base und dann wollte ich wieder zurück meine Task machen und dann kam der Report. Das ist meine weirde Story. Wo kamst denn du her, Matteo? Ich kam aus O2 runtergelaufen.
ganz normaler Weg. Richtig unschuldig. Ich glaube. Ich pack mich da jetzt komplett ins Kreuzfeuer. Ich war an Lifeline. Also, ich war an Admin Table erst. Da waren zwei Leute Security. Dann bin ich hoch zu Lifeline gelaufen. Da war niemand tot. Dann ist Waring gestorben und ich dachte, er war in der Kamera. Bin nach oben gelaufen. Kamera war aus. Und dann laufe ich rein und Sabine steht alleine da und Tinker läuft gerade raus. Also, die Leiche lag nicht drinne. Aber wieso war die Kamera aus, wenn ihr zu zweit drinne steht? Nee, warte mal, Vlesk. Wenn du an Lifeline standest und da war der Kill da, das geht nicht, weil den hättest du letzten Report-Button gehabt. Der liegt so nah an Lifeline, das geht nicht ohne. Ja. Ja, alles klar. Ja, ärgerlich, aber dann wählen wir dich jetzt einfach. Nee, warte mal. Also, dass Vlesk das so sagt, es gäbe keinen Grund, dass Vlesk sich jetzt so krass selbst belastet, ohne dass es einen Indiz dafür gibt. Das finde ich ein bisschen strange. Bist du der Joker, Vlesk? Ich glaube, Vlesk ist vielleicht der Joker. Aber ich habe doch gesagt, ich habe den Body im Traum gefunden bei der Lifeline. Nein, wir haben keinen Joker, weil wir auf 50% geschalten haben. Sprich, wir müssen nicht unbedingt einen Joker haben. Okay. Und also, wenn wir einen Joker hätten, dann wären in der ersten Runde schon viel, viel mehr. Ich muss meinen Verdacht jetzt kurz äußern. Ich glaube, die beiden Imposter sind Gnu und Sabine. Und zwar, das ergibt nämlich Sinn mit dem ersten Kill im Labor und mit dem zweiten Kill. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist jetzt mein Verdacht. Ich kann auf jeden Fall weg. Du kleiner Sherlock, du kleiner. Wir haben keinen Joker übrigens. Gute Huste. Okay, Eddie ist tot. Wo? Lässt du das gemietet? Oh, nee, doch nicht. Der liegt, ich glaube, der war Engineer, der liegt auf dem Vent in Lab. Da bei den Toiletten? Genau. Dann kann er aber auch nur seine Task gemacht haben, ne? Muss nicht unbedingt Engineer sein. Stimmt. Das ist ja eine Kabeltask. Ich kenne Eddie jetzt schon länger, der wirkt nicht wie ein Engineer für mich. Also, Vlesk, erstmal ganz kurze Frage. Warum glaubst du nicht, dass es einen Joker unter uns gibt? Naja, wir haben schon ein paar Mal mit Joker gespielt und normalerweise siehst du dann oder hast du in der ersten Runde immer schon übel viel Verwirrung. Und bei uns war in der ersten Runde so komplett clean. Und der Joker sagt normalerweise super viel, wenn das erste Mal Joker ist. In der letzten Runde war Sabine Joker und sie hat gar nichts dazu gesagt. Also, es gibt auch Ausnahmen. Ich glaube trotzdem. Ach, Gnu war ja gar nicht Joker, stimmt. Genau, wir sollten davon ausgehen, dass es noch die Möglichkeit gibt, dass es trotzdem noch einen Joker gibt unter uns. Also, dass einer versucht, noch auf sich zu lenken. Ich finde, Vlesk hat das schon ganz gut gemacht. Ich würde also die Möglichkeit nicht ausschließen. Danke, Kaffeeklatsch. Also, kleiner Sherlock, glaubst du immer, dass ich es bin? Nordi. Gnu, ich bin mir bei dir nicht ganz sicher, aber bei Sabine bin ich mir. Ja, Gnu hat übrigens gerade neben mir getötet. Das wollte ich auch mal dazu sagen. Jetzt ist raus. Eine Runde vorher meinte Vlesk, dass keiner in der Cam war. Ich war in der Cam. Ja, aber Sabine stand so weit weg, die kann die Cam von da aus tatsächlich gar nicht bedient haben. Ich dachte mir so, fuck, schnell raus hier. Eddie stand an Lava und war so, ist keine Ahnung, wo reingelaufen. Du kannst das von da hinten nicht bedient haben. Zuerst bin ich nicht drangegangen. Ich habe dir zugeguckt und dann bist du weggegangen und dann bin ich drangegangen. Ja, weil ich gedacht habe, was stehst du da so merkwürdig hinter mir? Ist irgendjemand von euch Engineer? Weil dann können wir 50-50 machen. Ihr kickt erst. Keine Ahnung, ob das schlau ist, aber ich bin der Engineer. Okay. Dann können wir bei 5 sogar nochmal voten. Von mir aus votet ihr erst mich und dann Gnu, aber Gnu ist auf jeden Fall gerade, Gnu hat getötet. Wir voten erst Gnu und Sabine muss die zweite sein, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, also ich glaube, wir müssen echt öfter zusammen spielen. Ihr habt ja gar kein Vertrauen mehr zu mir. Ja, aber wenn Vlesk sagt, du hast gewendet. Ja, ihr seid halt alles echt. Tja,
Ich wollte den Vent faken. Ich wollte auf dem Vent erwischt werden, aber dass dann die zwei Killer die ganze Zeit zusammenarbeiten, ist natürlich Pech. Komplett verarscht. Ich wollte gerade. Sherlock Mantle hat echt reingehauen. Aber jetzt mal, okay, ich habe wieder komplett reingeschissen. Den Schuh ziehe ich mir an. Aber holy shit. Den Schuh darfst du eine Woche tragen. Ich trage den schon seit 4 Monaten. Ich war übrigens Joker, Leute. Ah, du warst Joker. Ich war Joker und ich wollte den Vent faken. Ich habe mich extra auf den Vent gestellt, damit ich erwischt werde. Und dann kommen die zu zweit, kommen die direkt um die Ecke da. Ja, aber Gnu war ja, Gnu, warst du Crewmate? Ja, ich war das Unschuldigste überhaupt. Vor allem, dass Vlesk so ganz spät mit der Info rauskommt. So, ja, Vlesk, Gnu ist übrigens gemeldet. Ja, dann wählen wir Gnu. Das macht er manchmal ja, aber auch, ist, Gnu war ja, echt Gnu war ja Sass und ich habe halt darauf gespielt, dass ich quasi Joker bin. Ich habe Gnu mitgenommen und habe dann vorher in Augen getötet. Weil ach, das war ja Gnu bei dir, als du mich umgebracht hast. Mindgame, wenn du das verstehe ich nicht. Und du tust, als wärst du der Joker, weil dann... Oh, das aber Gnu, so du hast doch den Mord gesehen. Wieso hast du denn mit Vlesk, nach einem Monat keiner Among Us mehr mit Vlesk sich anlegen. Ich habe keine Kraft heute. Das ist auch nicht gewonnen, weil wenn Gnu sagt, ich habe vorher getötet und ihr mich votet, dann macht keinen Sinn. Ihr wusstet dann nicht, ob ich Joker bin oder nicht. So, das ist halt super schwer. Ich dachte, vielleicht habe ich ruhig, wenn ich ruhig bin. Aber hättest du nicht einfach sagen können, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Vlesk Eddie erschossen hat. Du hast gesehen, und schon bin ich raus. Und sie haben mich schon verdächtigt. Ich habe halt gedacht, vielleicht überlege ich länger, wenn ich es mal im Mund halte. Ich war übrigens das erste Mal in meinem Leben Sheriff oder überhaupt irgendwas anderes außer Crewmate. Und dann sage ich so, ach, bei meinem Glück bin ich gleich sofort tot. Zack, Vlesk töte mich. Oh nein. Ah, das war noch Vlesk. Oh, ich habe das Puzzle komplett falsch zusammengesetzt. Ich bin Joker, oder? Ich dachte, du bist wahrscheinlich Joker und ich dachte, dass Svabine und Gnu es halt sind. Und bei Svabine dachte ich das, weil sie hat so Räume abgesucht, obwohl es keine Leiche gab. Svabine, warum hast du das denn gemacht? Du hast versucht, ich habe halt gar nicht auf Lifeline geguckt. I don't know. Ich wollte sterben, weil ich war nur Crewmate, da ich so. Oh mein Gott, ey. Okay, wow, aber dann haben wir, also ganz kurz, dann haben wir jetzt noch eine weitere Rolle, nämlich Gnu, weil, also, die hat einfach keinen Bock, jemanden anzuschwärzen. Das ist eine weitere Rolle als Crewmate. Na, Gnu ist Sonderrolle. Gnu hat eine Special Role. Ja. Oh, ich fühle mich so geehrt. Okay, nächste Runde. Nächste Runde. Oh Mann. Frag. Also, ich bin ja komplett lost, ohne Scheiß. Na, egal. Viel Spaß. Passiert, ey. Viel Spaß. Mhm. Ich bin unschuldig. Schon der erste Tote, das gibt's doch gar nicht. Okay, das ging jetzt zu schnell. Ja. Okay. Juli ist nicht da, sonst hätte ich gesagt, Juli ist es, aber. Wo denn? Im Dropship. Vlesk, Eddie und ich sind noch da. Eddie ist aber gleich noch hinter uns. Vlesk müsste reported haben. Ich habe auch gerade den Button gesehen. Also Eddie. Nee. Ja, Eddie ist hinter uns. Ich bin noch im Dropship. Warum sagt Vlesk nichts? Vlesk hat sich aus Versehen gemutet. Nee, weil ich nicht weiß, wo die Leiche ist und ich nicht aufgepasst habe am Anfang außer meiner Task und ich nicht weiß, ob hinter mir oder vor mir getötet wurde. Wo ist denn die Leiche? Vor dir, weiß ich nicht. Ich habe nur reported gerade. Dropship irgendwo. Im Dropship also. Das war ein Dropship. Es muss der Mann sein. Also wir können ja nur ausschließen. Vlesk, Eddie und Jan sind dort. Also drei. Es können ja auch Tinker sein, die aus Versehen. Die Sheriff war und aus den Kill gedrückt. Aber warum sollte sie sofort schießen? Nee. Ja. Außerdem ist der Cooldown schon runter jetzt? Nee, Sheriff Cooldown dauert ein bisschen länger. Der dauert ein bisschen, ja, okay, deswegen. Also das glaube ich nicht. Also haben wir schon drei Verdächtige, Vlesk, Eddie und Jan. Weil es sei denn, das ist jetzt so eine vierte Person. Nee. Also es kommt darauf an, also Jan und Annie standen hinter mir. Eben. Sprich, die könnten eigentlich niemanden getötet haben. Eben. Und ich habe gesehen, wie der Report-Button kam, dann wurde er aber schon gedrückt. Du warst einen Schritt vor mir, also muss die Leiche noch vor uns liegen. Ja, würde ich auch in der Sekunde drücken, also muss ich. Also ich habe Base was nicht, wir sind wirklich Schritt in Schritt. Aber dann könnte es doch Vlesk sein. Eigentlich. Er hat gekillt und direkt den Report-Button gedrückt. Kill Report in einer Millisekunde, das traue ich selbst. Ja, aber weiß ich nicht. Also erstmal, man sollte Vlesk alles zutrauen, was möglich ist. aber
Stimmt. Aber warum standen die überhaupt noch alle in da drin? Ja, ich habe die Task oben gemacht, den Schlüssel. Das Schlüsseltask ist, ja. Ich habe auch beide gehabt und ich war schon direkt am Anfang. Ich war schon an der Task im Laboratory und habe auch schon beide. Ich habe Schlüsseltask. Ja, wir haben ein bisschen geschlafen. Blaska da ein bisschen rumgekrippt noch. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich stand auf jeden Fall schon mit Varion bei dem Light. Also ich würde natürlich nicht deswegen ausschließen. Also Varion stand bei dem Light. Ich bin auch völlig unschuldig. Also Varion kann eigentlich den Kill auch. Also sind wir alle unschuldig, dann verstehe ich die Aufregung nicht. Ja, das ist immer dumm, so ein Anfangskill. Du kannst da immer nicht viel irgendwie machen, direkt so am Anfang. Wen willst du da voten? Ja, Sabine war so, wenn dann aber es hat niemand nur gefragt, du ich und bin, Eddie, ne? Und Jan sind für mich raus für den Kill. Also ich habe Sabine nicht gesehen, weil Licht aus war. Oh. Also ich bin unschuldig. Komm, hol ihn dir, Jan. Du bist der Mörder. Ich weiß es. Haha, jetzt hab ich den Troll gemacht. So, wo muss ich... Oh, Varion? Niemand beim Licht? Doch. Na komm. Nein! Ich hab ihn noch beschuldigt. Auf mich hört nie einer. Du Schweinflesk. Ich wusste es doch. Kill und report. Genauso hat er es gemacht. Mann! Riecher für Sabine. Das Licht ausgeht. Ja, ich habe extra schon die Tür aufgemacht, weil ich dachte, gleich geht bestimmt wieder Licht aus. Varion, bevor ich sage, wo die Leiche liegt. Varion, wo kamst du her? Ich war Light fixen und bin dann straight zurück zu Labor. Light hast du aber nicht gefixt, oder? Doch. Jetzt nicht. Also jetzt gerade nicht, sondern davor die Lights. Jetzt nicht. Ich stehe noch im Labor vor der verschlossenen Tür. Du stehst im Labor vor der verschlossenen Tür, das stimmt genau. Nicht. Natürlich. Hä? Also von innen nach außen, meinst du? Ich stehe innen und möchte nach draußen. Ja. Ah, das stimmt, ja. Weil wir haben uns ja getroffen. Ich sage euch mal, wo die Leiche liegt. Und zwar, die liegt im Labor bei Contamination und zwar genau in der Tür drin. Was? Ich habe gesehen auf Admin, dass zwei Leute im Labor sind, bin dann sehr schnell hoch und habe dort die Leiche in der Tür gesehen, habe aber nicht direkt reportet, sondern habe erstmal geschaut, wer im Labor drin ist. Und da habe ich Varion gesehen und dachte, Varion würde nicht im Labor rumchillen, wenn er wüsste, dass da eine Leiche liegt. Deswegen ist Varion für mich raus. Ich glaube, dass Eddie ist nicht oben lang, sondern er muss über Admin, muss er ins Specimen rein. Sonst hätte ich ihn gesehen. Ich habe Eddie nicht reported, ich habe Jan Bist reported. Du dir sicher, dass das, Okay. Hä, warte mal, du hast Jan reported? Ja, stimmt. Ja. Es war ein weißer Body. Matteo, kannst du nochmal sagen, wo die Leiche liegt? Im Lab? Also nein, die liegt genau in der Tür. Du hast von Eddie gesprochen gerade. Sorry, die liegt genau in der Tür vom Lab bei Specimen, wo diese Duschentür ist, weißt du, die erste Schleuse. Also genau in der Tür drin. Man hat die Leiche gesehen, konnte aber nicht reporten, wenn die Tür zu war. Da habe ich eine geile Info für dich. Die wird gar nicht als Lab angezeigt, weil ich vorher auch am Admin-Panel war. Jan, Eddie, Varion und Baso waren zusammen im Lab, als ich rausgelaufen bin. Im Admin-Panel wurde aber nur eine Person angezeigt. Sprich, wenn Varion oben war, dann wird die Leiche nicht angezeigt. Sprich, da muss noch eine zweite Person vor einem Lab gewesen sein, als Varion noch drin war. Boah.
Scheiße, Vless. Detektiv Mendel, was ist denn los? Das letzte Licht hat auf jeden Fall Fabine und ich gerade angemacht. Ich bin kein Detektiv, ich bin Third Imposter immer. Eddie ist nicht so tot und eine Person war Security. Also Eddie wissen wir gar nicht, wo der liegt. Nur ich war in den Camps. Nee. Scheiße. Ich hasse dich, Vlesk. Ich haunte dich. Ja, ja, klar, machst du den Task, ne? Ja, Mendel, und Mendel ist tot. Nein, Mendel ist auch ein Imposter! Er tötet Mendel nicht. Mendel ist auch böse! Mendel ist auch böse! Mendel ist auch böse! Da, zack! Dieses miese Schwein, diese beiden miesen Schweine. Ihr seid alle tot und wisst es noch nicht. Okay, ich mach mal ein paar Tests, ne? Aber das wird nix. Oh, nee, ey. Mendel und Vlesk. Ich fass es nicht. Na? Aha. Mental. Tinker ist auch tot, ne? Ja. Oh, wer ist? Mendel ist tot? Vielleicht war er Engineer. Ich habe Matteo gefunden. Matteo liegt in Weapons und er war schon so am Rauslaufen. Lara war in Communications eingesperrt. Die würde ich dafür rausnehmen. Ah, vielleicht war es der Cooldown. Ich in Weapons Cooldown eingegangen bin. Aber wir haben ihn ja wenden sehen. Und Sabine davor so ein bisschen am Rumlaufen. Ja. So in dem Gebiet. Ich glaube ja. Deswegen ich bin überall rumgeirrt. Ich weiß nicht. Ich weiß actually nicht. Also ich habe gerade den Dings gemacht, diesen Boiler unter dem Office und dann bin ich in Specimen und dann jetzt Lab. Und da habe ich die ganze Zeit niemanden gesehen. Ich habe. Warst du jetzt gerade im Lab? Ich bin jetzt gerade im Lab, ja. Bist du nicht vor Office rumgetänzelt mit Gnu? Nee. Wann denn? Jetzt am Ende? Jetzt gerade. Ja, ja, jetzt. Da bin ich nur reingedüst. Und bin ich hab Flask-Vibes, weil er diese Auffülldings gemacht hat, obwohl er das nie abgeholt hat. Ich war die ganze letzte Runde, war ich in O2 und habe ihn da nicht einmal gesehen, das abholen. Das ist irgendwie so. Ja, ich kann aber nicht Imposter sein, wenn ich Engineer bin. Ah, das ist eine und ich weiß, schöne beide, Geschichte. Ich weiß, wer beide Imposter sind. Ah, okay. Grüße zurück, Stage 2. Nummer 1 habe ich gerade Wend sehen. Ist in meinen Wend reingehüpft. Das ist Lara. Nummer 2 ist Gnu. Lara war gerade in Comms. Die ist nicht in den Vent reingehüpft. Die ist nicht jetzt in den Vent reingehüpft. Die ist am Anfang der Runde rechts oben in den Vent unter Lab gehüpft, als ich gerade drin gesteckt bin. Hä, lol, ich war nicht in der Nähe. Ich? Du bist lustig. Also, wenn ich jetzt nochmal rausfliege, ja? Dann werde ich richtig sauer. Also, ich würde eigentlich nur warten, aber Gnu, du machst so Chaos-Stil. Ich kann dich nicht einschätzen. Das Problem mit den Impostern ist, also wenn der Engineer drin ist, man darf nicht einfach in den Vent hüpfen, weil wenn der Engineer drin steckt, dann sieht er natürlich sofort, wer der Imposter ist. Es ist halt irgendwie lustig, weil du dir das halt gerade mega ausdenkst. Also, das ist einfach nur ein Knoten, aber. Hä? Ich liebe euch, Leute, dankeschön. Leute, Lara ist gerade in meinen Vent reingehüpft. Nein, bin ich nicht. Doch! Das wünschte du so von Macht machen kannst. Eine Runde gerade. So, ja, Tests machen. Los, Leute. Wir schaffen das. Guck mal, es sind gar nicht mehr so viele Tests. Ist ja mein Mauszeiger hin. Da. Vlesk ist raus. Was verpasst?
ganze Zeit im Chat mit Jan. Ach, guck mal, das hat er sich vom letzten Mal noch gemerkt. Das ist ja praktisch. Och, nicht die Räder, bitte. Ey, wie langsam das ist. Furchtbare Task. Ach, guck mal, wenn man einen Kreis macht, geht's viel schneller. Sabine liegt tot vor Storage. Wieso ist denn Flask tot? Und ich war gerade im Lab mit Gnu. Ja, ich wollte sagen, ich habe euch beide im Lab zurückgelassen. Sabine stand, als ich rausgegangen bin aus dem Labor, stand sie in den Kameras, weil ich gesehen habe, dass sie an waren. Dann bin ich zur Lifeline gelaufen und da war auch noch alles in Ordnung. Und jetzt bin ich gerade unten im Boiler Room und mache meine letzte Task gerade noch. Dieses Wasser da umfüllen. Tenderloin. Also, das Ding ist... Also, ich will jetzt den Imposter. Für mich ist es Eis. Für mich ist es klar. Für mich auch. Hey, war es schon wieder Flask und Gnu oder was? Nee. Das ist super so. Ich glaube, du bist schon auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht ganz genau, was euer Plan ist. Baso, let it go. Mit der Tenderloin. Tenderloin. Ene, mene, mu und raus bist du. Okay. Ja! Sehr gut. Sehr gut, Kinder. Geht doch. Oh Mann, ey. Haben wir verloren? Ja, ja. Lest, warum verkaufst du meinen fälligen S, Mann? Wann habe ich den verkauft? Ja, guck mal, ich habe versucht, Lara rauszuvoten. Nein, und dann ging der ganze Stress auf mich, Mann. Ja, du hast Gnu auch gehasst, ne? Nee, also, dass Lest da rausgeflogen ist, das war komplett verrückt. Wirklich. Ich hab dich gesehen beim Wenden, Matteo, und dachte mir, okay, jetzt töte ich dich und bin einfach selber Engineer und hab vor Varion gewendet und Gnu dachte wahrscheinlich, dass ich aus Versehen gewendet bin und hat Varion getötet. Oh nein. Ich wollte mir gerade so richtig schön Varion erkaufen, aber... Oh nein. Aber Moment, war die jetzt waren zweimal Flask und Gnu hintereinander? Nee. Nee. Flask und... Tinker. Sabine war doch eben noch, oder? Tinker. Ja, okay. Genau. Also eigentlich nur Flask. Ich hab hübsch ausgesehen. Krass. Alle nackt. Aber Flask, dann hast du am Anfang direkt Kill und Report gemacht, oder was? Gnu war so lange. Nee, das war Gnu. Da habe ich nichts gemacht. Ach, krass. Ach, der Kill war Gnu! Ja, das war Gnu. Der erste Kill war Gnu. Oh, krass. Ey, Gnu ist ja eiskalt. Finde ich krass. Okay. Und der Kill in dem, an Jan, wer war das? Das war Blesk. Weil Etienne mir nicht vertraut, hat mich allein gelassen in der dunklen Kammer. Ja, der ist ja auch gestorben. Ja, eben. Da darf man sich nicht entzweien im Laboratorium. Okay. Na okay, dann das ist wieder heftig. Okay, nächste Runde. Ich hab das mit dem Tenderloin so nicht verstanden, aber ich glaube, ich frage ein bisschen. Aber war ein Joker dabei? War jemand von euch Joker? Nee. Nein, nee. Oh, Medaillon. Ich bin immer nur Crewmate. Jetzt gibt's schon 15 verschiedene Klassen und ich bin's trotzdem. Ich habe mir das jetzt nicht gehört, was ich gesagt habe. Was? Schon wieder direkt? Ey, lol. Lol. Stecke! Ach Mann, ey. Ich war schon auf dem Weg nach unten. Genau, Lara war auf dem Weg nach unten. Ich war sogar noch unter Lara, aber ich hatte den Button auch gehabt. Musste wieder hochlaufen zum Reporten. Ich auch. Also, Lara war es nicht, ich war es nicht. Wo ist denn die Leiche? Stecke ist schon gemein. Wo ist denn die Leiche? Im Dunkeln, im wo alle da drin. Oben. Ja, wo alle dran waren. Die waren alle bei der Task gerade. Wo warst denn du, Eddie? Im Dropship beim Schlüssel war ich. Ja, okay, dann hast du es nicht gesehen. Also links. Scheiße. Ja. Es waren noch zwei nicht, aber einer äußert sich nicht. Man hat es nicht gesehen, leider. Ich war auch hier. Du bist losgelaufen gerade. Ich hätte auch reporten können gerade. Ich weiß noch nicht, wo die Leiche genau liegt.
oben. Man hat halt wenig gesehen. So. Und wieder zurück auch. Was heißt denn oben? Wo denn oben? Dropship. Oben links im Dropship. Neben dir, direkt neben dir. Wir können ja schon mal ausschließen, wer war denn nicht im Dropship? Also ich war gerade Storage. Ach, du bist runtergelaufen direkt? Ja, ich Varian bin und ich sind runter. Varian ist rechts in Storage und ich bin gerade weiter zum Maze. Deswegen sage ich gerade. Hä, wie schnell seid ihr denn? Ja, wir ja, ja, die Schlüssel schon ausgelöst. Fick Schlüssel rein, gleich weiter. Ich laufe manchmal auch direkt runter, ohne Schlüssel zu machen. Ich war noch da, ja. Ich war allerdings gerade im Discord, irgendwie auch Sound Settings checken. Ja, ja, Sound Settings checken. Genau, Jan. Alles test, test. Ich habe die Schlüssel-Task gemacht, dann habe ich die Schiffchen gemacht und dann bin ich gerade runtergelaufen von dem Schiff und hätte auch reporten können. Also ich war auch gedrückt, aber ich würde gerne mal von Jan wissen, was für Sound Settings hast du denn gemacht im Discord? Ich habe am Anfang habe ich gesagt, so sieht das aus, und dann hat Matteo gesagt, Jan, du bist nicht gemutet. Dann habe ich panisch im Discord geguckt, warum. Steuerung Shift M nicht funktioniert. Das ist eine verdammt gute Erklärung. Ja, ja, ich glaube ihm auch. Ja, ja, du bist letztens aber schon verarscht. Ich glaube, Jan, hier gehört nichts mehr. Und Jan ist maximal einmal im Poster pro ja, maximal, ja. Pro Jahr. Also, wenn Mendel die Wahrheit sagt. Ich war schon einmal im Poster 2021. Also, Vlesk ist möglich. Baso, kannst du nicht auch sein? Baso könnte auch noch sein. Gnu auch. Könnte. Ach, ja, weil ich oben im Dropship war? Ich bin jetzt schon wieder, Leute. Ja, theoretisch, ja. Nur, Mann, ich habe aber auch gar nicht gesehen, wo der Kill gefallen ist. Ich auch nicht. Heute ist Schmolli-Gnu, oder? Heute ist Schmolli-Gnu ein bisschen am Start. Ich bin ein bisschen am Schmollen, ja. Aber ich merke, ich war jetzt länger nicht dabei und ihr seid alle gegen mich. Hab ich geschmollt. Ah ja, du warst ja auch im Poster. Schmolli-Gnu. Ja, Schmolli. Direkt Licht aus. Wo bin ich denn? Oh. Nee, geh ich da lang. Ach, oh, Leute, dieses Spiel, ey. Psychoterror hier. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, das sieht jetzt schlecht aus, Gnu, aber. Alter, wenn das schon wieder ist. Das hört sich jetzt schon. Ich wähle Mäntel. Nein, warte mal. Nein, nee, ich will gar nichts hören. Ich will nichts hören. Ich wähle dich. Ich war in Admin und da habe ich gesehen, dass zwei Leute in O2 waren. Und da bin ich hingelaufen, einfach nur so, weil ich neugierig bin. Und da habe ich die Leiche von Varian gefunden. Und er liegt wirklich ganz genau auf dem Vent drauf. Also entweder so, als ob er selber gewendet wäre und dann abgestochen wurde. Oder keine Ahnung. Dann kam Gnu dazu und hat gesehen, wie ich ein bisschen da in Varian rumstoche. Aber ich bin ich hab's genau gesehen. Nee. Ich bin unschuldig. Also, ich glaube, was ich vermute, ist, erstmal, der Engineer hat am Anfang der Runde sofort Licht gefixt, falls ihr es gemerkt habt, oder? Ja. Und ich bin nicht Engineer, aber ich wollte sagen, es könnte sein, dass Varian das gemacht hat. Und dann ist er dahin gelaufen und ist dann gewendet und wurde dabei erwischt und abgestochen vom echten Imposter. Kann das sein? Wo ist er hingelaufen? Bist du Jester, Matteo, und versuchst Matteo, ich stand doch gerade mit dir am Admin-Table, richtig? Zu O2, richtig, Bless. Ich bin kein Jester. Wer war unter uns in Lower Decon? Weißt du, Tinker? Tinker ist da reingelaufen. Genau, eine Person war ein Specimen in dieser Runde. Ich war ein Specimen. Ich war auch ein Specimen. Der Käse war mit mir ganz unten. Lara, Eddie und Tinker waren alle ein Specimen, ja? Okay, alles klar. Moment, ich möchte noch mal wissen, Mäntel, wo glaubst du, ist Flo hingelaufen, also Varian? Also seine Leiche liegt in O2, da wo dieser Baum ist, da ist so ein Loch. Du hast gesagt, er ist Engineer, also es könnte sein, er ist Engineer. Das Licht ging aus. Und er hat es gefixt. Ja, und warum sollte er dann da hinlaufen? Nee, weil er sich dann versteckt. Ich glaube, Varian war Engineer und wollte sich in dem Lüftungsschacht verstecken, um zu gucken, ob jemand getötet wird da oben. Weil das passiert ja oft bei den Kameras. Ich glaube, Varian hatte nur die Task in O2 gemacht. Ich war nämlich in der Cam. Nu stand auch neben mir und ich habe Jan und Varian in O2 rumlaufen sehen und es sah aus, als hätten die Task gemacht. Also das kann sein, dass Jan Varian weggemacht hat. Aber er liegt wirklich genau auf dem Vent. Also so pixelperfekt. Ich glaube, das ist der Download. Mäntel, glaub mir. Ich war schon eine Stunde. Danke, Gnu.
Gnu glaubt dir, das finde ich gut. Trotz, dass du mich immer verdächtigt hast, vertraue ich dir jetzt einfach mal blind. Das finde ich schön. Nee. Ich glaube, Gnu ist Imposter übrigens. Verbrennt die Hexe! Ich bin unschuldig. Mäntel wird jetzt versuchen, mich umzubringen. Jan, bleib bei mir. Gnu traue ich auch null über den Weg. Mäntel wird direkt versuchen, mich umzubringen. Mark my freaking words. Nein! Report, report. Hä? Warte mal, warte mal. Lesk. Warte mal. Der war noch grad bei direkt Jan, vor meiner Nase ist was passiert, aber ich weiß nicht was. Warte mal. In Electric, oder was? In Electric, vor meinem Schalter waren doch noch ganz viele Leute. Ist die Leiche vor meiner Nase umgekippt? Der Report-Button ist aufgepumpt. Leute. Und ich beruhigen. Ich hab Jans Sound-Settings gecheckt eben. Okay. Ich glaube, es war Gnu. Nee, was? Ich bin Sheriff, ich habe Jan einfach abgeschossen gerade. Echt jetzt? Nein. Letzte Runde war ich mit Matteo am Admin-Table. Lara, Eddie und Tinker waren zusammen Specimen. Basu und Gnu waren zusammen Security. Bin danach an Lifeline gelaufen, während Matteo schon in Richtung O2 ist. Da ist Varian schon gestorben. Die einzige Person, die den Kill gemacht haben kann, war Jan. Matteo war es nicht. Der stand nämlich unter dem Admin-Table, gesagt. Siehst du, Mäntel, ich hab dir vertraut. Ja, oh, also nur. Also du hast Jan gerade umgebracht in Electrical. Als Sheriff, genau. Als, du bist ja. Officer und er war quasi Imposter. Genau. So, oder jetzt ganz kurz. Aber du bist Mörder oder? Und du hast Jan umgebracht. Oder ich bin der Mörder. Aber also, Matteo, du weißt ja, du weißt, dass ich das nicht gewesen sein kann, weil du warst mit mir im Admin-Table. Du bist nach links gelaufen, ohne dass du Lifeline checkst. Und ich bin nach oben zur Lifeline gelaufen. Sprich, ich hätte nie im Leben den Kill machen können. Welchen? Also erstmal, du weißt ja sogar eben diese Runde. Theoretisch, es gibt auch zwei Killer. Vom Officer schon wieder ready für die. Ja, wir sind beide auf 30 Sekunden eingestellt und die waren war auch. Nicht auf 40 vom Officer? Nee, ich habe die beide auf 30. Die haben genau den gleichen Cooldown und ich habe davor Jan schon im Lab gesucht zusammen mit Gnu. Das hat Gnu, also Gnu, ich wollte dir signalisieren, dass du mitkommst. Ja, bin ich ja auch. Habt ihr vertraut? Aber Jan ist nicht ins Lab gelaufen. Warum hast du den abgeschossen und nicht direkt reported? Warum konnte ich zurücklaufen und den reporten? Weil Knu neben mir stand und war das lustig aus. Ja. Aber jetzt mal also, ganz ehrlich, wenn wir Flesk einfach rauswählen. Das ist immer die Argumentation. Ja, aber ist ich würde doch sogar so. Anders rangehen. Ich will, dass der Medic mir jetzt ein Schild gibt, weil ich sonst getötet werde. Also skippen ist erstmal die erste Option. Aber wir wissen doch, dass er jemanden umgebracht hat. Ja, aber als Sheriff. Ja, als Sheriff. Wirklich. Ja. Also, aber es gibt trotzdem noch die Möglichkeit, dass Flesk das nicht war, weil es gibt den kleinen... Niemand da anders kann Varian getötet haben. Doch, Gnu kann das gemacht haben. Sie ist gewendet nach oben zur Kamera, kann dann runter. Ey, Mäntel. Okay, zwei Leute verfolgen jetzt einfach. Ach, wir können nicht mehr reden. Leute. Lasst uns einfach cool sein zusammen hier. Plot Twist, Leute. Plot Twist. Blesk war Imposter und der Sheriff hat geschossen. Ich bin der Sheriff. Ja, ich wusste. Siehst du, Gnu, ich wusste, dass ihr lügt. Jetzt raff ich gar nichts mehr. Oh mein Gott, ich freue mich also, gerade richtig. Ich habe gedacht, ich sage jetzt extra nichts. Ja, sehr gut. Also, Blesk hat so getan, als wenn er der Sheriff war. War Mörder, habe ich doch gesagt. Du hast doch eben noch gesagt, er war es nicht. Ich muss euch was sagen wegen vorhin, weil das, was er gemacht hat, ich habe es ja gesehen, ich stand ja daneben. Ihr wart alle in der Masse und er hätte im Prinzip Jan, also das war Zufall, dass er den getroffen hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Es waren so viele Leute am Rennen. Es war einfach nur Zufall, dass er den jetzt bekommen hat und sagt halt, er war Imposter. Aber ich dachte mir noch so, das war nicht gezielt. Er war Sheriff, meinst du? Es war nicht gezielt gemacht. Also es war einfach nur Flop. Und ich dachte, okay, ich sage jetzt nichts.
sag auch nicht, es war schon hochgepokert, dass er sagt, er ist Sheriff. Wahrscheinlich war er sich sicher, dass einer von euch, der jetzt tot ist, sein muss. Dachte mir, jetzt sage ich nichts und jetzt schlage ich zu und mein Herz schlägt. Also was Gnus Story untermauert, ist, dass man als Sheriff immer genau aufpasst, dass da nicht so viele Leute gesteckt stehen, damit man den richtigen erwischt. Und da Eddie meinte, hey, da standen noch ganz viele zusammen, als Jan gestorben ist, das spricht für Gnus Story. Das heißt, ich bin geneigt, dir zu glauben. Jo, ich auch. Was ich mir letzte Runde verkniffen habe, nämlich war, dass in meiner Sicht, ich habe ja auch letzte Runde reported, in meiner Sicht sah es aus, als hätte Eddie den Kill gemacht auf Jan da. Aber ich war mir einfach nicht sicher und ich hatte Jan halt auch schon letzte Runde verdächtigt auf den, für den Kill auf Varion. Aber wenn das stimmt mit Gnu, dann glaube ich, dass Eddie der Zweite ist. Aber ich bin unschuldig. Aber ganz ehrlich, also jetzt mal kurz. Wie passt das denn zusammen? Das aber Eddie stand für den einen Kill, ich glaube, Varian war es, mit mir und Lara in Specimen. Nicht in den kann ja jemand anders, also das kann ja der zweite Imposter dann. Also ich sag, wenn ich mal was sagen darf als Angeklagter zu meiner Verteidigung, möchte ich einfach nur mal sagen, es ist in der Geschichte von Among Us immer so, dass der zweite Imposter dann denjenigen verdächtigt, von dem er die meiste Gefahr sieht für sich. Und ich war Blesk eben schon auf der Spur. Okay. Ich skippe jetzt, was sehr gefährlich ist, weil es kann sein, dass Gnu uns verarscht hat. Nee, weil mich werdet getötet. Und zwar von der Person. Ich glaube nicht, dass Gnu uns verarscht hat. Aber wisst ihr, was dann noch nicht aufgeht? Wenn Blesk hat doch gesagt, der Kill an Varion, das kann nur Jan gewesen sein. Ja, weil er seinen zweiten Imposter schützen wollte und zwar Eddie. Ja, aber war's dann? Nein. Okay, jetzt wird's auffällig. Jetzt wird's langsam auffällig. So, ich hole mir jetzt hier, ich bleib bei Mäntel, einen starken Verbündeten. Wo ist er hin? Wieder das Licht aus, wenn ich bei ihm. Hey, Eddie war nicht zweiter Imposter. Nice. Matthias, du bist gerade durch mich durchgelaufen, ne? Und zwar in die falsche Richtung. Nicht in die Richtung vom Licht, sondern in die von der Lifeline. Ja, von dem Körper weg. Ja. Den ich gerade reported habe. Gnu, du hast gerade eben noch mit Eddie bis rumgelaufen. Habt ihr euch getrennt? Ich bin abgehauen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass der uns beiden jetzt gerade hinterhergelaufen ist, oder? Ich glaube, du bist jetzt, wo bist du lang? Du bist jetzt. Ich bin zu Lifeline gelaufen. Ich bin nämlich hochgedüst. Also kam mir entgegen. Ich bin hochgedüst, weil ich Angst hatte, er wird es gleich tun. Und wo ist er dann hingelaufen? Ich weiß. Wo ist Eddie hingelaufen? Achso, er ist dir hinterhergelatscht. Eddie liegt draußen, genau über dem Office. Also da, wo du herkamst, Matteo. Tinker würde ich ausschließen, weil sie gerade bevor Licht ausgegangen ist, noch mit mir in der Lifeline stand. Und Tinker müsste mich theoretisch auch ausschließen können, weil ich kann niemals da weglaufen würde. Mäntel ist gegen uns durch uns durchgelaufen. Hast du ihn auch gesehen? Als Mäntel an mir durch war, da war der Report-Button und ich denke so, wer war das gerade? Grün. Jo, jo. Und ich wusste noch, du bist hinter mir. Lara, Tinker, Gnu war also wir haben vielleicht doch noch zwei Imposter drin. Matteo. Also, wenn ich so sage, Matteo, du hast halt. Du hast aber du standest halt vorhin noch bei der Leiche, fällt mir gerade ein. Also passt auf, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich voten, weil ich werde da nicht mehr, ihr werdet mich, das kriegt ihr nicht mehr weg, den Sass. Also ich glaube, ich bin's nicht, ich bin Crewmate. Story, warte mal kurz, nein, das will ich auch, ich will gar nicht behaupten, dass du es bist, aber diese Story von Blesk, also wie random wäre es denn, wenn er halt, wen hat er gekillt, Jan oder Varion? Ja. Jan.
Jan, glaube ich. Dass halt random Jan in diesem Stack halt killt und sich dann genau passend diese Story dann ausdenkt, die halt wirklich genau in diesem Moment passt. Weiß ich nicht. Irgendwie glaube ich in diese Scheiß-Story. Okay, warte mal. Ganz, darf ich euch was vorschlagen? Darf ich kurz was vorschlagen? Gnu ist ja Sheriff. Ich erlaube ihr, auf mich zu schießen. Aber bist du sicher? Oder war Vlesk vielleicht Sheriff? Also schaut mal, die meiste Info bekommen wir, wenn Gnu einfach auf mich schießt. Weil dann bin ich ja raus, ihr habt gewonnen, wenn ich Imposter bin. Wenn nicht, wisst ihr, dass Gnu gelogen hat. Also wenn es alle skippen, ich komme ins Dropship, Gnu schießt auf mich. Ja, und ihr macht einen Double Kill und gewinnt. Nee, aber ich bin letztes Mal, dein Cooldown ist schneller. Dein Cooldown, das hatte ich mal umgehalten. Nein, ist er nicht. Dein Cooldown ist Unge hat mich letztes Mal umgebracht. Ihr habt, glaube ich, verloren, wenn noch zwei Imposter drin sind. Schießen wäre schlauer gewesen, glaube ich. Oder lustiger zumindest. Leute, mein Cooldown ist nicht so lang wie der vom Imposter. Alle Geister hier rumstehen und gucken, was Gnu macht, ey. Und tschüss, Lara. Ich sollte mir mal Tasks machen. Aber es ist so spannend, den Mördern bei der Arbeit zuzugucken. Die Zeit reicht nicht mehr. Ich habe 2 Wochen keine Among Us mehr gespielt. Ich wusste nicht mehr, dass ich nicht auf den Button drücken kann, wenn eine Emergency ist. Ich trottel. Lol. Ich habe mich an den Button gestellt. So, oh fuck, es geht ja gar nicht. Ich war ein Button. Was? Was ist jetzt gewesen? Was? Was ist genug? Und zwar, ich habe Lichter angemacht. Da haben wir uns noch alle, da waren wir noch zu viert. Dann bin ich zur Lifeline gegangen, weil ich halt gucken wollte, wann jemand stirbt. Tinker ist gestorben vor 10 Sekunden ungefähr. Dann ging direkt Emergency an. Und Tinker liegt oben links. Ja, also ich bin halt oben rechts und stehe die ganze Zeit und lege die Hand auf. Ich bin links und habe auch die Hand aufgelegt. Das kann nicht sein. Ich habe die ganze Zeit die Hand aufgelegt. Du hast doch gerade gesagt, du stehst am Button, Gnu. Ja, an dem Button. Also ich habe die ganze Zeit gedrückt. Aber warte, wenn ihr beide gerückt habt, dann wäre es ja ausgegangen. Das ja, deswegen. Ja, einer kann nicht gedrückt haben. Deswegen habe ich am Anfang direkt gesagt, ich war am Button. Ich habe gedrückt. Okay, dann wissen wir es. So. Ja, eindeutig. Och nein, schon wieder. Was ist denn eindeutig? Warum wissen wir es denn? Ich bin lost. Diesmal nicht. Ich hab Baso, bitte diesmal nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe den Button gedrückt. Ich bin halt nach rechts gelaufen. Kann doch nicht sein. Und Tinker sind nach links gelaufen. Ich dachte, ich komme einmal als Survivor durch. Ja, dann wählt mich. Wie kann es eigentlich sein, dass du in jeder Runde Imposter bist? Bin ich nicht. Wie geht das? Gnu, wie geht das? Karampierende. Wie geht das? Victory! Bitte den Imposter-Bug. Das ist so geil. Was für ein geiles Gaming von ihr. Mann, war komplett geile Runde, Gnu. Ey. Stark gespielt. Heftige Runde. Stark gespielt. Ich war so kurz davor, auf dich zu schießen, Gnu, bevor du mich abgeschossen hast. Oh, ich hab so kurz. Aber Gnu richtig stark. Also, ey, also das war Gnu. Wow. Vor allem, Matteo, du hast es am Anfang genau erklärt. Es ist genauso passiert, dass ich wenden wollte und Jan hat mich dort getötet. Du hast es genau komplett richtig kombiniert, also Respekt. Ich wollte dich gar nicht töten, Schatz, auf dem Wendler hatte ich, okay, dann bist du ja Engineer, bring ich dich um und aber Vlesk hat mich beobachtet. Also das Problem, Mental war jetzt der zweite? Nein, ich war unschuldig, hab ich gesagt. Hey, wer war's denn dann? Ja, Gnu und Jan. Jan hab ich ja getötet. Story von Vlesk hat bestimmt. Aber wann hast du denn gerade Dings umgebracht, wo Baso und ich drüber gelaufen sind, Gnu? Was? Das war ich.
Also ich glaube, Gnu lief einfach gelaufen. Wahrscheinlich hinter Matteo. Ja, und bin dann weggesnackt. Ach so. Ja, sorry, das war Matteo. Richtig gut gespielt. Also ich wusste ja, an der Stelle, gut. Dass ich gewotet werde, weil ich, also ich habe schon, wie ihr geredet habt, dachte ich, okay, da komme ich nicht wieder raus. Und mein Vorschlag war halt, um Gnu zu proven, dass sie wirklich Sheriff ist, dass sie auf mich schießt. Aber ihr seid da nicht drauf eingegangen. Aber Matteo, du hättest doch wissen müssen, dass es Gnu ist, weil wir sind noch zu dritt lang gelaufen. Ich bin dir hinterhergelaufen und 2 Sekunden später war ich tot. Wer hätte es denn sonst sein sollen? Baso mit Self-Report wäre noch möglich gewesen. Aber wer war denn Joker gerade? In der ersten Runde hast du doch Gnu schon beschuldigt. Weißt du noch, wo du die Leiche gefunden hast? Ja, aber das war ja nur so ein loser Verdacht. Da dachte ich nämlich, ist es möglich? Also Blesk meinte ja, den Kill kann nur Jan begangen haben. Und ich glaube, der lag auch richtig, oder? Ja. Ich habe auch gedacht, dass Jan den Killer Varian gemacht hat. Aber genau dadurch, dass Blesk nicht reported hatte, als er seinen Officer-Kill gemacht hat, dachte ich so, hä? Ich bin zurückgegangen und habe den Kill reported. Deswegen dachte ich dann, dass Blesk gelungen hat mit dem Officer. Du musst dir vorstellen, ich stehe 7 Leuten drin, krieg Jan da rausgesingelt, ohne dass ich mich selber töte, auszusehen. Und dann reporte ich natürlich nicht sofort. Nee, da dachte ich mir im Endeffekt, oh, er war es wirklich und habe mich gefreut. Also ich habe jetzt 2 Sekunden später reported. Das Play von Gnu war insane, dass sie den Sheriff angenommen hat. Ja, Mann, erst habe ich dann habe ich genug geglaubt, dann war komplett lost. Das war richtig krass, das war einfach krass. Vor allem, das hat auch so geil gepasst, weil ich habe mir das auch so zusammengebaut. Blesk würde doch nie als Sheriff in die Menge schießen. Ja, und dann nicht und dann, reporten. Ja. So krass. Du siehst ja so eine rote Umrandung. Und in dem Moment, wo die auf Jan war, habe ich einfach reingeschossen. Dann ist halt in euch allen umgefallen. Ja, mir so nice. Also, das hat aber, Alter, scheiße. Verrückt. Nur ist mir zu smart, hab ich keinen Bock. Okay, let's go, nächste Runde, let's go. Spielen wir auch noch andere Maps später? Können wir machen. Ich glaube, mit den Rollen gehen alle Maps eigentlich, oder? Ja. Mira, sehr schwer mit Engineer. Nun, schuldig. Aber Engineer, ich kann wenden. Und was kann der noch? Achso, repair the emergency. Ich hab direkt repaired, hab das gesehen, ich hab das Licht wieder angemacht. Ah, Varion düst direkt wieder ab, weil er sieht, da sind 2 Leute. Mal länger jetzt überleben. Ich will auch mal Imposter sein. Ich bin wirklich nie Imposter. Oh, das war so. Oh, ich kann nicht mehr repairen. Tenderloin. Schwöre den Spielfluss, Gnu. Weißt du, wer gerade aus Admin rausgelaufen ist? Jan kam zu uns. Was war da los? Ihr standet irgendwie auf dem Ventrum. Aus Admin rausgelaufen. Ja, du und, also Gnu stand links an der Seite, Lara, du standst rechts daneben und ich habe in der Cam gesehen, wie rechts jemand an der Wand gekuschelt in Admin hochgelaufen ist, also so vom Vent weg nach oben. Hä? Das war vielleicht ich? Nee, du standst links an dem Vent vor den Kabeln, richtig? Ja. Und Lara stand rechts neben dir. Genau, rechts. Ja. Und jemand ist gerade in Admin links an der Wand, aber so ganz nah an der Wand gekuschelt nach oben gelaufen. Oder? Also ich war gerade, Licht war gerade aus. Ja, das habe ich nicht gesehen, weil Kamera. Dann war das wahrscheinlich der Imposter, weil er sich auch nicht meldet. Ich glaube, dass jemand gewinnt. Ich habe gerade Licht angemacht mit, wir waren da noch Varian. Und Tinker stand mit mir am Admin-Table und ich bin zur Lifeline, sie ist zur Lifeline, glaube ich auch. Und dann ist sie raus, als das Licht ausgegangen ist und ich bin stehen geblieben an der Lifeline. Varian, wo warst du denn zu der Zeit?
Ich war jetzt gerade oben, also zuletzt war ich war eigentlich nur linke Hälfte. Ich habe unten meine Task gemacht, dann habe ich dich gesehen, wie du den Download gemacht hast, Matteo. Dann bin ich hoch, dann ging Licht aus, dann habe ich Vlesk weglaufen sehen und bin dann fix zu Electrical, habe gefixt und da war Baso. Das ist cool, meine Story. Ich skippe mal, weil keiner tot ist. Es ist niemand tot, ich werde ausskippen. ich glaube, der Imposter ist da gerade gewendet und links an der Wand gekuschelt hochgelaufen, aber wir wissen halt leider nicht, was war. Gekuschelt hochgelaufen. Ja, das glaube ich auch. Aber er hat die Wand gekuschelt, Leute. Oh. Ja, ja. Tenderloin. Was ist denn mit diesen Tenderloin? Warum hinterfragst du das überhaupt? Ja, das stimmt. Tenderloin? Halt auf, an mich zu wundern. Okay, Marion, skippst du, oder? Ich glaube, er hatte eine Kopfbedeckung. Das ist Jan. Ich wurde gesehen von Varion in O2, das war ich nicht. Okay. Denn nur einmal reparieren? Hier ist doch auch eine Task. So. Das lämste Rätsel der Welt. War so. Ich wusste gar nicht, dass auf einem Vent auch ein Task sein kann. Aber was bringt es mir zu wenden? Sabine liegt beim Baum. Beim Baum? Ja, in diesem O2. Tree. Oh, O2. Auf der linken Seite. Du kommst von der Electrical gerade wahrscheinlich, oder? Genau, die Tür war zu. Oh, Pizza ist da. Ja, das sind die Infos, die ich jetzt. Also ich war nur linke Hand. Ich war nur linke Hand und habe Vlesk in den Camps gesehen. Du warst, glaube ich, an Lifeline. Ja. Mhm. Also ich kann nur sagen, ich bin gerade im Laboratory und da ist auch Tinker gerade, steht direkt neben mir. Aber, also es ist ein weiter Weg, aber nicht, also wir wissen ja nicht, wie lange die Leiche da schon liegt. Also Tinker fällt raus, der fällt auch raus. Jan fällt auch raus. Ich war vorher Lab, hab Eddie da gesehen, irgendwie beim Tasks machen, eben ist mir Gnu begegnet. Ich bin da unten rumgelaufen. Ja, also wo warst du denn? Matteo, du bist von Labor in Specimen auch rein, ne? Nee. Wo bist du vom Labor aus hingegangen, Matteo? Ganz normal runtergelaufen und dann bin ich, ich war beim Admin-Table mit Vlesk und ich habe dann direkt gesehen, Vlesk ist losmarschiert, als wenn er eine Leiche sucht. Ja. Dann habe ich den Dot auch gesehen bei O2 und dachte, ja, das. Warum hast du gesagt, dass Jan im Specimen ist? Weil er gerade unten rauskam, als ich ihn im Admin stand. Okay. Ich war auch davor im Labor, als Edi da drin war und ich habe Pinker reinlaufen sehen. Jan, wenn du nah an der Tür stehst von Specimen, dann kann ich deinen Namen lesen. Du kannst mich aber nicht sehen, wenn ich am Table stehe. Ah, verstehe. Ich stehe nämlich vor dieser Tür, vor Edmund. Genau, das habe ich gesehen. Okay, verstehe. Ja, macht Sinn. Boah, Baso. Das ist natürlich eine Person, ne? Ja, Baso, oder nicht? Ja. Ich war im Labor, wie gesagt. Da war Eder, hat die Kabel da gemacht. Ich habe gerade, als ich rausgelaufen bin, ist Tinker reingelaufen und ich habe dich auch im Labor gesehen. Also habe ich auch deswegen gesehen. Deswegen habe ich gefragt, ob du ins Specimen reingelaufen bist. Lifeline. Das war aber später. Das war vorhin mit Ede allein im Labor. Oh, ich habe gestern ein lustiges Experiment, aber es ist nichts passiert. Was? Also ich bin mir relativ sicher, dass nur eine Person überbleibt gerade. Lara oder was? Nee, ich war in Lifeline. Genau. Ich war doch direkt neben dir. Warum denn jetzt schon wieder ich? Nee, nicht du, Gnu. Ja, aber ich wurde immer gewotet. Das sind die Imposter, die dich voten.
kann man in den Vent gehen? Und wenn man im Vent ist, wird man nicht gesehen? Nee, ne? Oder doch? Das müsste ich jetzt eigentlich mal ausprobieren, aber dann denken die natürlich alle, ich bin der Imposter, aber ich brauche diese Informationen eigentlich. Das geht tatsächlich. Komme ich jetzt hier raus? Marion? Ah, so, Jan, die sind ja alle da. Fles geht oben rein. Jan geht oben rein. Marion geht raus. Das gibt's doch gar nicht. Mäntel. Mäntel geht oben rein. Da müsste Gnu noch drinnen sein. Okay, Kinder, was ist hier los? Tinker? Hm? Was hast du da gemacht? Was? Kabel? Gewendet? Was? Kabel? Ich hab das Vent oben links. Was? Also oben links. Tinker scheint also gewendet zu sein. Hä? Nee, ich habe die Kabel gemacht, habe bei der Kamera geguckt und dann bin ich wieder raus aus dem Kamerading. Über einen Schacht? Aber du standst. Nee, ich war halt in Security-Ding drin. Und hab. Ich stand in Security drin und dann wollte ich halt rauslaufen und dann standst du halt direkt auf dem Vent drauf. Also direkt auf dem Vent. Die Kabel sind ja eher links, etwas weiter rechts daneben. Also es Tinker, ist der Engineer. Ja, Tinker, das wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, dass du Engineer bist. Ja, gut, wenn ich das jetzt. Ja, ich bin natürlich Engineer. Du bist Engineer, okay. Nein, ich stand dann haben wir das geklärt. Das muss Sarah falsch gesehen haben. Okay, sie stand nur auf dem Vent. Gewendet ist sie nicht, sondern. Ja, sie stand da drauf. Nee, das war Lara so wichtig, dass sie zum Banden glaubt. Du hast ein Pet auch, ne? Ich weiß es nicht. Aber also, Eddie hat einfach im Kanal gevotet, ne? Ja, das heißt, ihr wisst, ich bin bei sowas schnell mit meinem Urteil. Ja, er schießt schnell. Okay, boah, also ist jetzt schwierig, ne? Ne, ich bin da nur dran vorbeigelaufen. Ich stand da nicht. Also, ich bin da dran vorbeigelaufen, aber ich kam da nicht raus. Boah, wir können auch skippen und den Officer schießen lassen. Wo kam es nicht raus? Ja, es ist halt auch niemand tot, ne? Ist jetzt auch, also. Ich hab euch eine Runde, also Lara und Gnu standen da. Ja, Sabine. Und ich habe jemanden eventuell wenden sehen, einen Admin, und der hat einen Hut aufgehabt. Da kommen für mich nur Jan und Tinker in Frage. Ein ja, Hut, ich, ne? Süß. Varian mein Tier hat auch ein Hütchen auf. Und du, aber du warst nicht da. Da nee. Ich wurde jemand gesagt, du warst woanders. Du hattest ein Alibi-Varian, du warst mit Matteo und ja, aber warte mal, Vlesk, zu der Sache, Varion könnte, der kam später erst in O2 rein. Ich weiß nicht, wann du diese Vent-Aktion gesehen hast in der Runde. Kurz vom Button, 10 Sekunden vor. Ja, dann aber jetzt hast du dich ja auch, dann könnten wir es ja auch beide gewesen sein. Also einer von, dann hättest du es auch sein können, ne, Matthias? Nee, ich war ja, aber nicht da. Schwachsinn sein, das ist ja nur so ein Hintergrund. Ja, klar. Das ist eine schwierige Nummer. Okay, zwei Leute Stück, auf Tinker. Ja, okay. Sprich jetzt eher dagegen. Über diese Imposter, also ich habe geskippt. Imposter wahrscheinlich. Ich habe auch geskippt. Oder? Also naja, aber Eddie, ne? Eddie auf jeden Fall und ein Imposter. Sicher. Eddie und ein Imposter. Ach, ich kann sogar zwischen den Vents. Das ist ja geil. Okay, das ist ja mega geil. Ja. Eddie hat als Sheriff auf Baso geschossen, oder? Was? Was ist denn mega geil? Was ist denn mega geil? Du hast gerade gesagt, das ist ja mega geil. Eddie, was ist los?
Ah, Eddie hat eine Sonderrolle und hat jetzt gerade was rausgefunden. Er ist Engineer und hat gerade Alarm gefixt, ganz schnell. Ah. Was? Okay, alles klar. Danke, Eddie. Hey, warte mal, danke. Warum antwortest du jetzt Eddies mega geil? Ja, weil Eddie war jetzt ein bisschen zögerlich und bevor er Imposter wird. Okay, pass auf. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, was es ist, dann mache ich mich hier zum Ziel. Deshalb würde ich gerne die Aussage verweigern. Ja, lass uns doch einfach mit Vlesk weitermachen, der die Leiche reported hat. Genau. Das ist ganz gut, wenn er das Wort kriegt. Ja, Eddie. Ja, Jan hat gerade Passwort gemacht. Jan? Was? Also ich bin gerade laut Abend Imposter. Vlesk ist die normalerweise ganze Zeit gegen mich. Was habe ich dir getan? Ey, ist das für mich wenden Jan, es tut mir doch so leid. Es tut mir doch so leid, Jan. Das war alles gelogen schon wieder. Es tut mir doch leid, aber ich bin ins Lab reingelaufen und das war so gerade. Also die liegt schon. Ich habe die Animation nicht gesehen, aber die liegt vor Upper Deacon und Jan ist gerade reingelaufen. Also du hast Jan nicht direkt gesehen. Doch. Jan, also du hast die Leiche ihn gesehen, liegt, aber nicht töten sehen. Die Leiche, ich habe ihn nicht töten sehen. Aber die Leiche liegt vor Upper Deacon und Jan ist in Upper Deacon reingelaufen. Sprich, es gibt keinen Laufweg, wie man da nicht reportet. Aber stopp. An der Story stimmt was nicht, weil wenn du Jan siehst, wie er reinläuft, dann ist deine Sichtweite so weit, dass du die Leiche ja sehen musst und auch den Kill siehst. Oder er ist nochmal zurückgelaufen. Nee, er ist, also die Leiche liegt quasi Du musst ein bisschen überhalb von Upper Deacon. So zwischen. Das Problem, was ich jetzt habe, nee, das ist nicht random. Die liegt vor Upper Deacon. Ich habe die Leiche gesehen und laufe nach rechts, sehe, wie die Tür zugeht und sehe gerade noch Jan. Und dann dachte ich mir, ja, schade. Also, ich bin in Upper Deacon. Ne? Also, wenn wir einen Officer haben, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal auszuprobieren, wie sich es anfühlt, einen Imposter zu erschießen. Ja, das ist immer schade, wenn dann jemand beschuldigt wird und der hat kaum Redezeit, so wie Jan jetzt, der sich da gar nicht so. Ja, schämt euch. Nee, ich sag, es ist immer ein bisschen doof. Schäm dich, Marion. Ja, schämt euch. Wo sind denn alle? Ach, das geht wirklich nur einmal, das. Nee! Was? Ich wollte doch nur repairen! Nein! Das ist ja mega lame, dass man das nur einmal machen kann. Ich wollte direkt wieder in meinen Vent Lara, du lebst ja noch. Okay, das ist so awkward alles. Ich stand gerade gefühlt eine Stunde mit Vlesk und Jan an der Stelle, wo angeblich der Kill war, in der letzten Runde. Ich habe Eddie gefunden und zwar auf dem Weg, wenn man von Storage runterläuft zu Weapons. Da ist ja dieser Außengang und da liegt Eddie mitten im Gang, also mitten auf dem Weg. Okay. Warum hat denn keiner Licht angemacht? Ich bin Licht anmachen gegangen. Ich war auf dem Weg dahin und bin ich abgedreht. Also ich stehe gerade noch vor der zunen Türe. Ich hatte Angst. Ich stand da mit Matteo und Vlesk und wir standen alle creepy im Kreisraum und keiner wollte losraufen. Aber eine Frage. Bei der Bibliothek, Tinka, was hast du da auf den Vent gemacht, dass ich im Nachhinein rausgekommen bin? Ich wollte nur gucken, ob da unten jemand ist. Aber du standest da ganz schön lange, bis du gesehen hast, dass ich gekommen und dann standest du so da wie... Aber wieso sollte ich als Imposter als einzige Licht anmachen gehen? Ja, weil du musstest, weil ich dich beobachtet habe. So ein kleines Alibi, das wir etwas schaffen. Das war wirklich weird. Also auf dem Bench steht keiner, der keinen Imposter. Naja, aber ich hätte ja, ansonsten, du bist ja weg, ich hätte ja Lara umbringen können. Ja, natürlich machst du es nicht, weil ich dann gewusst hätte, dass du es bist. Deswegen bin ich extra hochgedüst, weil ich ja nicht wollte, dass du das tust. Aber natürlich gehst du dann Licht fixen. Naja, du standst vorhin auf dem Bench und Vlesk neben dir, da stand ich in der Ecke und hab mir das angeguckt und deswegen dachte ich, guck mal, ob da unten jemand steht. Ja, aber doch nicht alleine und noch nicht so lange. Also das war nicht lang, ich bin da runter und direkt wieder hoch.
Ich habe sie nie wenden sehen, aber ich sehe dich immer auf dem Bett stehen irgendwo voll eben. Kannst du da rein oder was machst du da? Ich muss leider mal. Also wir haben keine Pipi-Pause gehabt bisher. Also Gnu, Matteo, hast du schon gelöst? Ich habe gar nichts gelöst. Haben wir noch einen Sheriff drinne? Nee. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich habe alle drei. Ja, was auch komisch ist, Jan und Vles beschuldigen sich irgendwie zu töten und dann chillen sie zu zweit im Labor. Naja, weil wenn ich töte, dann wisst ihr ja, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Und ich calle 100% Jan Imposte. Okay, 100%. Also ich kann nicht sterben an der Stelle. Zwei Votes auf Tinker. Das ein Vote mehr und wir hätten das Spiel verloren jetzt gerade. Ja, also Tinker ist unschuldig. Jan und. Nee, Tinker ist Joker. What? Mann, ey. Oh. Das ist die nervigste Task von allen hier. Ich glaube, ich habe alle Tasks. Nee, im Specimen. Oh. Ja. Jan hat vor meinen Augen irgendjemanden umgebracht. Ach Mann, alle beschuldigen mich immer, dass ich vor ihren Augen alle umbringe. Das ist doch nicht fair. Wen soll er jetzt wieder getötet haben? Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur den türkisfarbenen Body gesehen und bin direkt, aber ich war direkt hinter dir, Tinker. Ich habe aber keinen Kill gesehen. Reaper-Button und Türkis. In Admin. Hallo? Matteo? Ach, ihr hört mich nicht, ich bin gemutet. Ich hab gerade gefragt, ob Tinker Joker oder Jester ist. Davon gehe ich nämlich jetzt auch aus. Also Vles hat es ja. Ja. Weil sie chillt die ganze Zeit auf Vents und will halt sozusagen beim Wenden erwischt werden. Aber sie will rausgevotet werden. Kannst du dich an den Kill in O2 erinnern? Der Kill in O2. Da waren Eddie, Baso, Matteo und Ede, glaube ich, im Lab oben. Jetzt hast du doppelt genannt. Eddie und Ede. Das Problem ist, ich weiß den Kill nicht mehr. Da war einer in O2, den hat Warren Report, der war von Electrical. Eine Person war in O2 drüben, ich war in Lifeline und O2, Admin. Baso meinte, sie war im Lab zusammen mit Ede und mit dir, Matteo. Und Tinker war auch, glaube ich, da. Nee, Tinker war unten im Specimen. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber Lara war die Einzige, die ich da im Sass hatte. Und sie meinte, sie war am Ende in Lifeline. Aber ich habe vorher noch nicht. Doch, der hat noch im Chat. Was geht ab? Ich habe mal im Chat ein bisschen. Okay, meine Frage. Wer ist denn der Zweite neben Jan? Wer kann der Zweite sein neben Jan? Ich denke, Jan und Lara. Das ist echt. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Also ich war nicht mal in O2 drin. Ich war halt Licht anmachen. Es kamen tausend Leute her. Einige sind nach links gelaufen. Ich bin rechts raus. Ich überlege. An Lifeline ran. Wir müssen voten, weil noch zwei drin sind. Tinker ist keine Option. Ich finde es immer so, bei Among Us macht mega Bock mitzuspielen. Aber wenn man tot ist, bist du's? Man kann zwar noch die Tasks machen, aber dass man da nicht mehr irgendwie. Ich habe jetzt Lara gewotet, weil ich. Da sollte man mal überlegen, dass man noch als Geist vielleicht noch irgendwas machen kann. Ich war hinter Tinker. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich bin wieder komplett lost. Ben! Was? Oh mein Gott, ey. Einfach zu unschuldig. Zu unschuldig umgebracht. Den Jan. Ja, ich bin doch hier. Was ist denn? Specimen. Alle mal schön Tasks machen jetzt hier. Das werden wir ja wohl schaffen.
Was? Tasks fertig? Ja, ich war so verwirrt. Ich habe einfach. Das erste Mal. Ich habe einfach Tasks gemacht. Nice. Ja, ja. Was? GG. Ich bin auch schon längst fertig. Also, ich bin schon gewundert, wenn du nicht fertig bist. Also, Vlesto hat das recht, es war Jan. Und Lara war zweite. Und es war Lara, ja. Und Tinker war Joker, ne? Wobei das richtig gut von dir war, Lara, dass du. Also, Chester, schreib dir, ich hatte keine Tasks. Ich dachte, ich hab nur alle Tasks. Oh mein Gott, ich lag falsch. Weil, warum sollte Lara sagen, dass Tinker gewendet ist? Das überlegt man sich doch nicht in so einer Runde einfach. Ja, dann hätte ich fast Tinker gewotet, aber dann hätten wir halt sofort verloren. Also durch diese Rolle. Mir hat zweimal nur ein Vote gefehlt. Ja. Also, vor allem, ich habe das komplett wieder vergessen, dass es einen Jester geben könnte. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, so, was ist denn bei Tinker eigentlich los? Oh Mann, ja, das zweite Mal Wendt war scheiße, aber ich habe keine Leiche gefunden. Ich wollte auf einer Leiche rumtanzen. Das Gemeine war auch, ich habe am Anfang gar nicht gewendet, als du mich gleich beim Wenden gesehen hast. Das war ein Gnu. Hab ich nicht. Ich habe gesagt, es war jemand mit dem Hut. Ja, aber es war auch niemand mit dem Hut. Bist du gewendet? Du bist gewendet. Du warst das mit der Wand, oder wie? Nee, ich meine. Wer war das mit der Wand? Ich glaube, das war Tinker, die einfach gefaked hat, dass sie aus dem Wend rausgelaufen ist. Nee, Tinker war nicht da. Ich habe nur zweimal Wend gefaked. Einmal oben bei Lara und einmal bei Gnu und Lara. Ja, aber wer ist da so mit der Wand rumgekuschelt? Das war Gnu und Lara. Lass mich mal, ich hab einen Clip davon bekommen, dass wir das mal angucken. Gnu und Lara? Wahrscheinlich. Ich bin halt nicht raus. Die ganze Runde war dadurch super awkward. Sorry, Lara, aber ich habe mich nicht getraut zu töten und dann, ja, ranking die Tasks hoch und so. Du warst so lustig, wo du meintest so, was machen denn Gnu und Lara da auf dem Bett? Okay, das war's bei Biene. Das war's bei Biene, die ist einfach nur ein bisschen nah an der Wand da oben gelaufen. Ach so. Ach, mein Gott. Das habe ich übrigens gesehen bei meiner Imposter-Sicht, dass sie das war. Okay, letzte Runde für mich. Letzte Runde. Okay, eine Stelle noch, weil dann kommt nämlich Timmit noch dazu, weil den haben wir extra noch bestellt für die letzte Stunde. Also, ja. Let's go. Mach dir bis bestellt, ja. Ich habe halt gefragt, aber kann. Map-Wechsel. Wir können dann, wenn Timmit dazu kommt, die Map wechseln gerne, wenn ihr wollt. Okay, viel Spaß. Ich bin unschuldig. Wirklich unschuldig. Ich bin immer unschuldig. Mann! Ich bin nie Imposter. Nie. Don't kill me, don't kill me, please don't kill me. I'm one of the good guys. Please don't kill, don't kill, don't kill, don't kill, don't kill me. I came from the north. From the freezing mountains, I don't have a gun on me, and no knife. Please don't kill me. I'm innocent. Don't kill, don't kill, don't kill, don't kill, don't kill. I'm innocent. You are. Innocent? We are innocent, so don't kill me, Bazo, please don't kill me. Bazo, Vlesk, don't kill me. Don't kill me. Please, please. Ich hab nichts gesehen und ich weiß auch von nichts. Okay. Also die Leiche liegt beim Lavabecken. Oha. Aber das muss noch. Also, Swabine, du hast auch auf Lifeline geguckt. Als ich drauf geguckt habe, war da noch. Ja, genau. Ja. Als ich geguckt habe, war noch niemand tot. Dann habe ich noch mal geguckt und dann war er tot. Kannst du sagen, wo ungefähr? Weil
bin da auch gerade. An der Task, wo das Lava gemacht wird. Und ich war mit Swabine, Tinker. Nee, oder? War das Tinker? Doch, doch. Ja. Wir waren eingesperrt bei Lifeline, aber. Oh Gott. Also ich würde auf jeden Fall Tinker rausnehmen für den. Mental. Also weil man ich da bin aber vom Labor gerade nach unten gelaufen also, und ich habe keinen Report-Button gesehen. Ich muss die Tür aufmachen, damit wir da rauskommen. Und dann lag der Buddy da, oder was? Genau, aber. Jan, wo warst du denn? Ich komme auch gerade vom Labor nach unten. Ich bin 3 Schritte hinter Baso, die da. Sah aus, als würde sie aus dem Labor kommen. Sie könnte auch einmal die Richtung gewechselt haben. Nee, ich von bin der Leiche weggelaufen. Ja. Das sah so aus. Vorher bin ich Lara begegnet. Ich bin da von Lights rübergelaufen, Lara begegnet. Und jetzt bin ich kurz hinter Baso auf dem Weg darüber. Der Varion stirbt fast immer als erstes. Okay, wer ist denn gerade im Labor? Weil es könnte sein, dass jemand aus dem Vent einfach kam, runter, hat gekillt und ist dann wieder in den Vent rein. Aber da, oh mein Gott. Ich bin einmal durchs Labor durchgelaufen. Da waren, also im Labor war zumindest niemand. Warst du alleine im Labor? Nee, ich bin bei Decontamination über Specy Room. Okay. Ich war alleine im Labor, ja. Ich bin einmal durchgelaufen, ich habe nur die Clipser-Task gehabt, also die Schalter umlegen und bin dann ins Specimen rein. Ich bin im Lab niemand gesehen. Es könnte auf dem Madbase-Scanner jemand sein oder halt das im Vent drin chillen. Das kann auch ein Self-Report von Mental sein. Nein, das kann auch eher unwahrscheinlich. Also, Swabine und Tinker, die wissen, dass es kein Self-Report sein kann. Also ich weiß es nicht, ich stehe an dem Download-Ding. Aber ich habe es nicht gesehen, kurz vorher. Sag mal. Also Lara kam grob aus der Richtung. Nee, also ich war mit Mental zusammen im Lab. Im Moment, du kannst das bestätigen, bin rausgelaufen und in Storage rein. Okay. Und dann habe ich dann oben noch an mir vorbeilaufen sehen. Ja, das stimmt. Also Lara sah für mich da auch raus. Lava, alles klar. Bevor ich im Lab-Bereich Lava machen. Das, da war Gnu auch neben mir, die kann es auch. Aha. Nö. LOL. Oh, Specimen, wie komme ich denn da am besten hin? Jetzt hier. Da muss ich wieder durch diese Todeskammer. Ah, hier ist auch noch eine Task. Hä, die habe ich ja schon gemacht. Zack, zack, zack. From the high mountains in the north comes an innocent human being. Please don't kill me, I won't kill you. Please, please, as I am innocent. I can count to 10. I'm very useful for this crew. So please don't kill me. As I am innocent, and so is you. Jan, 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 Flesky, 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 Flesky. Flesky, don't kill me. Innocent, innocent, innocent. Ich bin unschuldig. Oh. Zatzen, 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 zatzen. Jetzt. Ah! Mäntel, du miese Ratte! Nein! Why? Why? I was killed into my back. He stabbed me with a knife, and now I am a ghost, so lonely. So sad. Just a sad ghost. Who's innocent? Innocent! Innocent! Because there's a killer called Mental, and he likes to kill people.
He's not innocent like me. He's a murderer. Let's see who he's killing now. Alter, es sind so viele Leute tot. Ich bin die ganze Zeit... Lord. Okay. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt direkt richtig voten, sonst ist direkt vorbei. Ich sag's nur direkt dazu, ne? Scheiße von der Emma, glaub ich. What the fuck? Also. Was bin ich sehen? Wo seid ihr jetzt gerade? Wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt gerade? Ich bin mit Lara und mit Tinker im Office. Und, ja. Ich halte euch zwei Füße fast an. Ich hab gerade aus Versehen. Oh Mann. Was denn, was denn? Was hast du aus Versehen? Ich habe in Electrical Savina weggemacht und wollte mich damit der Leiche einsperren. Und genau in dem Moment ist Basso reingelaufen. Hä? Und standen wir beide. Was? Nee. Blask ist Jester. Hört nicht drauf, er ist Jester. Basso, sag mal, wie du es gesehen hast. Nein. Jetzt bin ich ultra verwirrt. Warte mal, Basso, was hast du gesehen? Sag mal bitte, was du gesehen hast. Ich habe nicht Blask killen gesehen. Aber dann muss Blask ja gesehen haben, wer es war. Ja. Ist der Kill gerade passiert? Okay, Basso? Dann war. Nee, ich war's nicht. Ich hab gedacht, du hast mich so gesehen, Chris. Ja, ich hab dir verwirrt. 20 Sekunden lang ganz, ganz tief in die Augen geschaut gerade. Gib uns bitte mal die Info, die du hast. Gib uns bitte mal die Info, die du hast, was du gesehen hast. Bitte. Also der Kill liegt in Electrical, aber ich habe nicht gesehen, dass Blask den gemacht hat. Ich habe gedacht, dass Blask Basso gesehen hat. Basso ist Jester, ich bin der Imposter und sie sagt jetzt das nur nicht. Also das Problem ist, ja, du bist Joker, Basso, aber... Nee, bin ich wenn nicht. Ich jetzt nicht gewotet werde, ist das Spiel vorbei, dann gewinnst du trotzdem nicht. Aber Tinker, sprich, du musst dafür sorgen, dass ich jetzt gewotet werde, weil ansonsten kannst du nicht gewinnen, weil Spiel vorbei ist, ich mach danach einen Kill. Also, also die einzigen Personen, die im Electrical waren, war die Leiche von Swabine und Blask. Ich habe Blask aber nicht killen sehen. Also, ansonsten hätte Blask aber reporten müssen, I guess. Also, ich check's nicht. Entweder Blask saved jetzt jemanden, Matteo, oder er hat den Kill da gemacht. Basso ist Joker, wenn... Nein. Wer soll es sonst sein? Wieso sind naja, weiß ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, entweder Blask hat den Kill gemacht oder er saved jemand anderen. Also wir dürfen Blask nicht voten, weil er ist wahrscheinlich... Warum habt ihr Lara gewotet? Warum habt ihr den Lara gewotet? Sie ist doch 100% schuldig. Was ist wahr? Wie habt ihr das denn reingeintet? Das ist schlimm. Oh mein Gott. GG. Blask. Das war die schlechteste Runde, die ich je gesehen habe. Das war die epischste Runde. What? Das war so eine fucking geile Runde. Einer von euch musste sein, du oder Mäntel, so wie ihr ihn. Das war so eine geile Runde. Ich töte Swabine. Ich bin die ganze Zeit zwischen euch beiden. So, wer ist es? Fuck. Ich wollte dich beschädigen. Und ich war aber nicht sicher, ob du Imposter warst. Hätte ich mal Mäntel gewotet. Oh, was eine geile Runde. Ich hab Swabine halt in Lights weggemacht und mach so hinter mir die Tür zu und dann sehe ich Basso noch so durchschlüpfen und dann guckt sie mich einfach so an. Weißt du, ich hab gehofft, dass du dich verteidigst und nicht zugibst, dass du Swabine gekillt hast, weil dann hätten wir gegeneinander spielen können und ich hätte vielleicht rausgekickt werden, weil also, ich war nämlich der Joker. Das dachte ich mir dann und deswegen habe ich gesagt, dass ich es bin, damit ihr denkt, dass ich der Joker bin. Das war nämlich das Problem. Hättest du gesagt, du warst es nicht und ich war das, dann wäre das ja, also dann hätte ich vielleicht noch gewinnen können. Gehabt. Aber dadurch, dass du zugegeben hast, dass du es warst, wusste ich nicht mehr, wie ich das spielen soll. Das war so geil, ey. Holy shit. Ey. Das war richtig smart nochmal jetzt von Blask. Richtig nice gemacht. GG. Ja. Geile Runde. Sehr gute Runde. Ich verabschiede mich, Leute. Vielen Dank, es hat wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Eddie, fürs Mitmachen. Wir hören uns. Jo, mach's gut. Tschüss. Und ich glaube, wir. Ich bin unschuldig. Das war wichtig, das nochmal zu sagen. Ja, Leute, das war's mit der Among Us-Runde für heute. Das hat wieder großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Abonniert den Kanal da unten. Drückt die Glocke. Haben wir noch was? Rocket Beans TV auf Instagram. Lustige Fotos. Liken. Ey! Unsere Grafikboys. Und natürlich den Support. Kommt zum Supporters Club. Der Supporters Club macht hier alles möglich. Also vielen, vielen Dank an alle Zuschauer. Ich gucke noch mal kurz in den Chat rein. Sind die noch da? Ich abonniere den Kanal. Sehr gut. Und ansonsten, was schreibt ihr noch? Gute Nacht.
Danke, bitte, danke, schönen Abend, bye bye, Herzchen. Leute, das war's, wir sehen uns morgen, macht's gut.